Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Lothar Hirneise. Hirneise, ich grüße Sie. Ich grüße Sie und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Hirneise, die ersten Sätze, man hört sofort, Sie haben einen schwäbischen Hintergrund. Ich bin waschechter Stuttgarter sozusagen, ja. Wohne da aber gar nicht mehr. Ich versuche die meiste Zeit auf Mallorca inzwischen zu sein, ja. Aber bin durchaus immer öfters in Stuttgart noch, ja. Wir wollen heute mit Ihnen über ein Thema sprechen, das Sie seit vielen Jahren bewegt, über das Sie einen dicken Wälzer geschrieben haben, den ich nicht hochhebe, weil er liegt 1,3 Kilo. Und er trägt diesen unappetitlichen Titel, Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Wir wollen heute über Krebs sprechen. Bevor wir das tun, vielleicht ganz kurz umrissen, Sie sind kein Arzt. Ich bin kein Arzt. Ich bin Krankenpfleger, habe mal 4 Jahre lang eine Psychoanalyseausbildung gemacht, habe 11 Jahre in Psychiatrien bzw. in einer psychoanalytischen Modellklinik in Stuttgart gearbeitet, aber dort mit Magersüchtigen und Alkoholikern. Also ich hatte mit Krebs viele Jahre überhaupt nichts zu tun. Mhm. Wie kam es dazu, dass Sie einen solchen Wälzer, ein solches Werk geschrieben haben, knapp 900 Seiten stark, wo sehr viele Krebstherapien standardisiert beschrieben werden, auch die Krebsart? Das Buch macht keinen Spaß, das zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dann eben auch ein großer Teil eben, welche alternativen Methoden es gibt, um Krebs auch anzugehen. Wie kam es dazu? Ist das eine Berufung? War das eine Auftragsarbeit? Wie kommt es zu diesem Buch? Muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe nach meiner Tätigkeit in einer psychoanalytischen Klinik habe ich ziemlich erfolgreich 2 Sportfirmen aufgebaut. Die habe ich nach ein paar Jahren 1996 verkauft. Und 1997 kam es, dass ein guter Freund mit mir, mit dem ich über viele Jahre Handball gespielt hatte, ein Rezidiv nach einem Hodenkrebs hatte. Erklären Sie das bitte, was ist das? Er hatte 10 Jahre davor schon mal Hodenkrebs und dann war er 10 Jahre gesund und dann kam der Tumor zurück. Und ich habe mich damals einfach mit seiner Krankengeschichte in Anführungsstriche etwas beschäftigt, habe gesehen, dass er Chemotherapie bekommt, dass es ihm schlechter geht. Und dann ist Folgendes passiert. Mein bester Freund hat damals in London gearbeitet und gelebt. Und ich war öfters in London und habe eine Autorin kennengelernt namens Lynn McTaggart. Mhm. Sie ist die Herausgeberin einer Zeitschrift, die heißt Was Ärzte Ihnen nicht erzählen. Gibt es auch als Buch? Gibt es auch als Buch, was Dr. Stone Tell You, richtig. Und diese Lynn McTaggart habe ich per Zufall in London getroffen. Und ich habe sie dann gefragt, du, in deinem Buch, da stehen Sachen drin über Krebs und ich habe da einen guten Freund und könntest du ihm vielleicht helfen? Weil im Moment in Stuttgart die Ärzte, es scheint so, dass die ihm nicht mehr helfen können. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, in 3 Wochen ist ein großer Krebskongress in London. Warum kommst du nicht her, nimmst die Krankengeschichte deines Freundes mit und ich bin dann so nett und zeig dir ein paar alternative Ärzte, die dir da helfen könnten. Mhm. Habe ich gesagt, das ist aber sehr freundlich, nett, ich nehme das Angebot gerne an. Bin dann auch nach London gereist, 3 Wochen später wieder. Und an dem Wochenende starb mein Freund aber. Jetzt war ich aber in London auf diesem Krebskongress und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich schon hier bin, ich höre mir das mal alles an. Und ich muss zu meiner Schande damals ein bisschen gestehen, das kam mir ziemlich freakig vor, was die da alle erzählt haben. War eine Menge Leute da? Da waren knapp 1000 Leute, ja, waren knapp 1000 Leute da. Und dann waren also Ärzte aus Japan, aus Amerika, aus Mexiko, aus Russland. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe immer nur gehört, es gibt erfolgreiche Krebstherapien außerhalb von Chemotherapie. Jetzt war es aber so, nachdem mein Freund gestorben war, hatte ich ein paar Monate irgendwie mit dem Thema Krebs wollte ich nicht mehr zu tun haben. Aber weil ich meine Firmen kurz zuvor verkauft hatte, hatte ich Zeit. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, wie wäre es eigentlich, ich besuche mal diese ganzen Ärzte da in Amerika und in Mexiko und ich reise einfach mal ein bisschen rum. Bahamas war mein erster Standpunkt, da gibt es eine berühmte Krebsklinik. Mal sehen, was diese Spinner da so treiben. Genau, richtig. Was treiben diese Spinner denn da eigentlich so? Weil ich muss echt sagen, ich bin ein ziemlich analytisch denkender Mensch. Ich komme ja aus so ein bisschen 4 Jahre Ausbildung Psychoanalyse. Man denkt einfach analytisch. Aber mir hat es sehr zu schaffen gemacht. Und dann bin ich mit meinem besten Freund Klaus Pertl damals, 1998, im Frühjahr 98, sind wir dann zuerst nach IAT-Klinik, auf die Bahamas ist das, dann sind wir in sehr viele Krebskliniken sind in Tijuana, also auf der anderen Seite von San Diego, auf der Mexiko-Seite. Dafür gibt es einen Grund? Es gibt einen Grund, weil natürlich die FDA in Amerika, Gesundheitsorganisation, die verbietet im Grunde genommen alternative Krebstherapien in Amerika. Da ist alles fokussiert auf Schulmedizin. Und deshalb gehen halt viele Ärzte, machen Kliniken in Mexiko, weil die mexikanische Regierung das erlaubt. Und deshalb, es gibt nirgends auf der Welt übrigens mehr alternative Krebskliniken wie in Tijuana. Also ich glaube,
100 insgesamt oder sowas, aber 10, 20 größere. Und da bin ich zuerst hingegangen und habe viele dieser Ärzte besucht. Und dann habe ich gesehen, naja, okay, gut, die reden zwar viel, aber es hat mich nicht überzeugt. Okay. Aber dann sind ein paar Dinge passiert. Das Erste, was mir zu denken gegeben hat, war, ich habe viele Patienten kennengelernt. Und die haben ihre Geschichten erzählt. Dass sie Chemotherapie gemacht haben, Bestrahlung, es kam wieder ein Tumor, ja. Operation natürlich. Es hat halt nicht geholfen. Dann also sie wurden aufgegeben von der Schulmedizin? Und irgendwann wurden sie aufgegeben und dann sind sie in diese Klinik nach Tijuana und sind wieder gesund geworden. Hat mir zu bedenken gegeben. Und dann kam ein Wochenende, was wahrscheinlich mein Leben bis heute verändert hat. Ich war in einer Klinik namens Oasis of Hope von einer Familie Contreras. Und die sind sehr berühmt, die haben ein bestimmtes Medikament, B17, diese Therapie dort machen. Und der Dr. Contreras hat mich eingeladen, doch mal eine Woche in dieser Klinik zu bleiben. Und das habe ich gemacht, habe ich die Einladung angenommen, bin eine Woche dort geblieben. Und an diesem Wochenende, wo ich dort war, das war im März 1998. In Mexiko. An diesem Wochenende hatte diese Klinik das 20-jährige Jubiläum der Klinik. Und da kamen, ich weiß nicht mehr wie viel, aber irgendwo zwischen 150 und 200 Leute an diesem Wochenende. Und die meisten dieser Personen waren Patienten dieser Klinik. Und die meisten dieser Patienten wurden von der Schulmedizin aufgegeben und waren heute wieder gesund. Und dann habe ich mich natürlich mit unglaublich vielen Menschen unterhalten. Und da habe ich das erste Mal gesehen, wow, es gibt ja was, wo ich noch nie was davon gehört habe. Jetzt muss man so sagen, ich habe immerhin 11 Jahre in Krankenhäusern gearbeitet. Okay, nicht in onkologischen Krankenhäusern, aber man ist ja doch immer wieder mit dem Thema Krebs konfrontiert worden im Krankenhaus. Weil auch Menschen, die psychisch krank sind, haben manchmal Krebs. Ja? Also ich bin immer wieder mit Krebs, aber für mich gab es eigentlich gar kein anderes Thema. Warum hätte ich mich über was anderes überhaupt nachdenken sollen? Es gibt Chemotherapie, Bestrahlung und Operation und das ist es. Warum, das ist doch erfolgreich und so hatte ich gedacht. Und wenn es nicht erfolgreich ist, dann ist es der Tumor zu spät gefunden worden. So ja, hat man das. Ja, absolut. Ich meine, es ist heute so, ich nenne das manchmal so ein bisschen James Bond-mäßig. Ärzte, die haben heute natürlich, wie soll ich das ausdrücken, folgenden Satz. Wenn jemand überlebt und hat eine Chemotherapiebestrahlung gemacht, dann hat er natürlich dank dieser Chemotherapie und dank dieser Bestrahlung überlebt. Wenn er stirbt, ist er natürlich gestorben, obwohl er die besten Therapien bekommen hat. Das heißt, der Arzt, der diese Therapien anwendet, hat natürlich immer recht, egal ob der Patient stirbt oder nicht. Und jetzt gibt es aber all diese Menschen, in Deutschland immerhin 240.000 dieses Jahr, bei denen das nicht hilft. Ist eine verdammt große Zahl. 240.000 Menschen werden dieses Jahr Chemotherapie bekommen und sterben. Ich finde auch, das ist eine verdammt große Zahl. Es sind immerhin knapp über 700 Leute oder sowas am Tag. Und jetzt habe ich da in dieser Oasis of Hope Klinik habe ich einfach gesehen, es gibt ganz andere Therapien. Ich bin nicht nur in dieser Klinik gewesen, ich habe noch 10 andere besucht. Und dann habe ich einen Mann besucht, der mein Leben dann voll ganz verändert hat. Sein Name ist Frank Wiewel. Er ist Präsident seit 1985 von People Against Cancer in Amerika. Eine Organisation, die, ich sag mal, alternative Krebstherapien erforscht. Und der wohnt mitten im Nowhere-Land in Iowa und den habe ich besucht. Und ich war dann, ja, nicht so lange, 10 Tage nur dort. Habe ihn aber begleitet, was er recherchiert und wie er mit Menschen spricht. Und ich hatte das große Glück, er hat sich mir viele Tage gewidmet und hat mir einfach gezeigt, was er in den 13 Jahren zuvor erforscht hatte. Und ich muss sagen, ich kannte nichts. Ich wusste nicht, was eine Antineoblastontherapie ist. Ich wusste nicht, was eine Immunoaugmentativtherapie ist. Ich wusste nicht, was es in Japan gibt, in China, in Russland. Ich wusste ehrlich gesagt gar nichts. Aber dieser Mann wusste es, weil er ist 13 Jahre lang auf der ganzen Welt herumgereist und hat geschaut, was gibt es eigentlich in anderen Ländern für erfolgreiche Krebstherapien. Wie gehen die mit der Krankheit Krebs um? Sehen sie überhaupt als Krankheit, wie wir sie sehen? Es ist sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt zum Beispiel im asiatischen Raum ist, sagen wir mal Indien, Vietnam, China, Malaysia, diese Länder, da ist Krebs natürlich nicht wie bei uns, da ist ein Geschwür oder sowas, sondern da ist es eher eine energetische Krankheit. Da ist es eine Störung des Energieflusses. Also versuchen die natürlich jetzt auch nicht, einen Tumor zu zerstören, wie wir das tun, weil in der westlichen Welt ist ja der Tumor das Böse. Und wenn wir den Tumor zerstören können, ist die Krebserkrankung weg. Für
für die Asiaten oder auch für mich ist es natürlich ganz anders. Für mich ist der Tumor ein Symptom. Das heißt, Sie haben Ihre Haltung bezüglich Krebs geändert. Sie sehen heute anders drauf. Komplett anders. Mhm. Komplett anders. Komplett anders. Also was ich damals 98 gemacht habe, ich bin wieder aus Amerika mit meinem Freund Klaus Pertl zurückgekommen. Und wir haben dann gesagt, dieses Wissen, das gibt es ja gar nicht. Wir haben zwar später erfahren, es gibt durchaus auch in Deutschland oder in Spanien oder in Italien auch Leute, die sich mit alternativen Krebstherapien auskennen. Aber wir wussten, wir kannten diese Leute nicht, wir wussten das alles nicht. Wir sind zurückgekommen und dann haben wir gesagt, Herr Pertl und ich, weißt was, wir machen eine Krebsorganisation, ähnlich wie People Against Cancer in Amerika, haben dann einen Verein gegründet, einen gemeinnützigen, und haben den einfach Menschen gegen Krebs, also die direkte Übersetzung von People Against Cancer, gemacht. Und dann ist Folgendes passiert. In meiner damaligen Naivität, muss ich natürlich sagen, habe ich gedacht, okay, gut, zuerst mal, ich übersetze ganz viele Sachen von Frank Wiewel, habe das in Deutschland übersetzt, habe mir einen Highspeed-Kopierer gekauft, habe alles Mögliche übersetzt und habe so Broschüren einfach verschenkt. Mhm. Und dann habe ich folgenden Fehler gemacht. Ich habe gedacht, naja, ich lade mal ein paar von diesen Ärzten da nach Deutschland ein. Von diesen alternativen Ärzten. Habe dann Dr. Burczynski, ist einer der erfolgreichsten Ärzte in Houston, Texas, für Gehirntumore. Und ein paar andere aus Mexiko, Amerika, aus Bahamas. Ja, ich lasse die mal sprechen. Und habe in Frankfurt und in München mir einen Saal gemietet und habe die dort sprechen lassen. Und dann ist Folgendes passiert. In München, es gibt eine deutsche Zeitschrift namens Bio. Und da kam ein Journalist daher und hat gesagt, wir würden gerne über diesen Abend einen Bericht machen. Und ich habe mich natürlich ganz ehrlich gefühlt und habe gesagt, na doch, sehr gerne. Was ich nicht wusste, ist, die Zeitschrift hat einen 5-seitigen Artikel gemacht über diesen Abend. 5 Seiten. Und in meiner Naivität habe ich dort meine Adresse und meine private Telefonnummer reingeschrieben. Würden Sie heute auch nicht mehr machen? Oh, ganz sicher nicht. Ja. Ganz sicher nicht. Also ich mache es kurz. Was ist passiert? Mein Telefon hat im Grunde genommen 24 Stunden am Tag geklingelt. Aber nicht nur das, weil meine Adresse da stand, haben die Leute bei mir zu Hause an der Tür geklingelt. Die kamen und haben gesagt, Herr Hirneise, ich habe da gesehen, Sie wissen da was über Ding, können Sie mir helfen? Mhm. Ich habe das 2 Monate so gemacht, bis irgendwann meine Frau gesagt hat, also wir brauchen eine Lösung für dieses Problem, wir haben kein Privatleben mehr. Und so kam es eigentlich, dass ich dann eine Sekretärin angestellt habe, dass ich ein Büro angestellt habe und dass ich diesen Verein Menschen gegen Krebs, den wir dann später zu Krebs 21 umgenannt haben, ich sage mal, etwas professioneller angegangen bin. Mhm. Und das mache ich immer noch seit 20 Jahren. Das heißt, dieses Buch ist quasi das Destillat all dieser Erfahrungen und dieser Sammeltätigkeit zusammengefasst, dass man sagen kann, okay, Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe, ist ein provokanter Titel, ja. Dass man sagen kann, und das, so muss man das Buch auch verstehen, so habe ich verstanden. Es werden ja die ganzen klassischen Krebsarten beschrieben, es sind eine ganze Menge, muss ich sagen. Dann auch, wie sie nach der Schulmedizin behandelt werden. Da ist im Grunde genommen, können wir gleich nochmal drüber reden, gibt es im Grunde nur immer die klassische Operation, Bestrahlung, Chemotherapie. Und dann, wie alternative Methoden aussehen können, die anders rangehen, aber sehr viel differenziertere Methoden haben. Da gibt es eben nicht nur A, B, C oder D, sondern gibt es sehr viele. Das haben Sie hier gesammelt. Das Buch ist 860 Seiten stark und steht aber auch sehr viel darüber drin. Das finde ich sehr spannend, dass man seine Haltung zu dieser Krankheit auch ändern kann und dass das unter Umständen und bei Ihnen mit Sicherheit dazu beiträgt, wie diese Krankheit ausgeht. Wie hat denn die Pharmaindustrie, wie hat denn die klassische Schulmedizin auf dieses Werk reagiert? Ich meine, es sind ja inzwischen auch, jetzt kommt das böse Wort, umstritten, andere sagen Quacksalber, ist ja gar kein Arzt und so weiter. Wie reagiert denn so die Fachwelt auf das, was Sie hier publizieren? Sie sammeln ja nur, Sie sind ja kein Operateur oder Sie benutzen auch keine Strahlenkanonen und Sie verschreiben auch keine Chemotherapie. Also wie gehen Sie damit um nach dem Motto, ach, der hat doch gar keine Ahnung, der kennt das ja gar nicht. Ja, also am Anfang war es so, da kam schon Prügel auf mich rein, ja. So im Sinne von, du hast ja nicht mal einen Doktortitel, also bist kein Onkologe und spielst dich hier auf und denkst, du weißt mehr wie wir. So, das kam eine Zeit lang, ohne Zweifel. Wobei nicht so viel. Als das Buch ein, zwei Jahre deutlich populärer wurde und wir selber, das kommt in einem ganz kleinen Verlag raus, da gab es gar kein Marketing, aber das Buch hat sich inzwischen fast 100.000 Mal verkauft und es wurde immer populärer. Und dann kam es durchaus zu auch Anfeindungen. Und dann wurde meine Person, meine Familie und es gab Hausdurchsuchungen und es gab durchaus ein paar unangenehme Dinge, die dann passiert sind.
Aber im Jahr 2006, vor 12 Jahren, haben Herr Pertl und ich, mein bester Freund, wir haben ein Zentrum gegründet, das sogenannte 3E-Zentrum. Die 3E steht für Ernährung, Energie und Entgiftung. Weil das die drei Hauptdinge sind, die Menschen gemacht haben, die nach Hause geschickt wurden zum Sterben, aber nicht gestorben sind. Mhm. Daher das 3E. Und in dem 3E-Zentrum haben wir nach 4 Jahren haben wir eine Studie veröffentlicht mit 72 aufgegebenen Krebspatienten, die von der Schulmedizin nach Hause geschickt wurden zum Sterben. Sogenannte Todeskandidaten. Todeskandidaten. Und die sind zu uns gekommen und nach 2 Jahren waren mehr als die Hälfte noch am Leben. Und das hat die Lage und die Angriffe gegenüber meiner Person deutlich geändert. Mhm. Weil, was ist da passiert? Als ich früher Vorträge gehalten habe, waren ja oft Ärzte in dem Vortrag und dann sind die aufgestanden und haben gesagt, das ist doch alles Nonsens, was sie da erzählen und so weiter. Jetzt kann ich immer sagen, okay, gut, ich habe hier selber meine eigene Studie, ich kenne hier so und so viele Menschen, die dank meines oder ähnlicher anderen Leute, die Ähnliches machen wie ich, wieder gesund geworden sind. Zeig mir doch mal deine aufgegebenen Krebspatienten, die durch Chemotherapie und Bestrahlung wieder gesund geworden sind. Man muss dazu Folgendes wissen. Die Alternativmedizin hat einen riesen Nachteil gegenüber der Schulmedizin. Sie bekommt die Patienten fast immer nur, wenn sie aufgegeben sind. Also nachdem sie das alles bereits hinter sich haben. Ja, ja. Es geht kaum jemand, ich sage mal frisch diagnostiziert mit Brustraumkrebs oder sonst Lungenkrebs, geht zu einem alternativen Arzt. Die Leute gehen immer nur dann, wenn das offizielle, die Standardmedizin versagt hat im Grunde genommen. Ja. Jetzt muss man aber auch wissen, die sogenannte Palliativmedizin wird es ja genannt. Ja, Sterbebegleitung. Sterbebegleitung, naja, so wird es nicht genannt bei der Schulmedizin. Wir zwei wissen, dass es Sterbebegleitung ist, aber es wird nicht so angesprochen, sondern es wird immer noch den Menschen verkauft als so eine Art letzter Versuch. Ja. Ja. Im Grunde ist es aber letztendlich das... der Tod, den viele Ärzte für sich realisiert haben, der dort eintritt, das so sanft und so schmerzlos wie möglich zu begleiten. Das ist so die Idee. Aber man muss sich doch mal Folgendes vorstellen. Erstens einmal, wenn man Rezidive also wieder hat oder Metastasen hat, ja, dann kommt man in sogenannte palliative Situation bei Ärzten. Wenn man aber diese Therapien dann macht, stirbt man 100%ig. Man hat keine Chance. Jeder, der in einer palliativen Situation ist, stirbt mit Chemotherapie und Bestrahlung. Das heißt, man stirbt an Chemotherapie und Bestrahlung. Das Prinzip ist im Grunde bei der ganzen Behandlung, man muss versuchen, alle Krebszellen zu töten, bevor der Patient tot ist. So ungefähr. Das ist doch so ganz Das ist die Theorie. Das funktioniert aber nur mit frisch diagnostizierten Krebspatienten. Es funktioniert nicht mehr, wenn die Leute schon, die Patienten metastasiert sind. Und es funktioniert schon gar nicht, wenn nach ein paar Jahren wieder Rezidive da sind. Womit hat das zu tun? Das ist eine sehr gute Frage. Sind die vielleicht schon so vorgeschädigt und das Immunsystem kann das nur einmal ab? Nein, das gibt es, vor allem bei Kindern, aber Kinder sind nochmal ein eigenes Thema. Nein, ich glaube, dass es was ganz anderes ist. Es ist einfach so, was viele nicht verstehen ist, der Tumor ist ein Symptom und nicht die Erkrankung. Können Sie das wiederholen und erklären? Der Tumor ist ein Symptom, das bedeutet, der Tumor ist nicht die Erkrankung. Das ist wie wenn Sie Kopfschmerzen haben. Natürlich können Sie irgendein Schmerzmittel nehmen und Ihr Kopfschmerz geht weg, ja? Oder Sie haben einen Hautausschlag. Natürlich können Sie da Cortison draufwerfen und mit dem Cortison geht der Hautausschlag weg. Aber damit ist nicht die Ursache weg. Und da sind wir auch im Grunde genommen beim zentralen Thema und beim größten Problem der Onkologie. Was ist eigentlich Krebs? Ich frage Sie das und ich bin erstaunt über die Antwort, die ich hier gelesen habe, dass man das nämlich gar nicht genau sagen kann. Ich stelle also die Frage, Herr Hirnhase, was ist Krebs? Ja. Für mich gibt es eigentlich nur 3 Krebsursachen. Die erste sind Giftstoffe, ohne Zweifel. Das wird vor allem in der Alternativszene heute sehr verniedlicht. Ja? In der Alternativszene spielen meistens Giftstoffe keine Rolle. Aber das stimmt nicht ganz. Ja? Wenn Sie jeden Tag mit Asbest in Kontakt kommen, ja, ist die Chance, dass Sie ein pleurales Mesothelium, also Rippfellkrebs oder sowas bekommen, verdammt hoch. Ja? Mhm. Es gibt Quecksilbervergiftung, es gibt mit Wellen. Denken Sie mal, ich bestrahle Sie jeden Tag mit Röntgenstrahlen. Die Chance, dass Sie da Krebs kriegen, liegt bei 100%. Mhm. Ja? Also man kann nicht so tun, wie wenn es keine Giftstoffe gäbe. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist das ein unglaublich kleiner Prozentzahl der Menschen, die wegen Giftstoffen Krebs bekommen. Der deutlich größere ist psychischer Stress. Und bei psychischem Stress gibt es im Grunde genommen 2 Ursachen. Der erste ist
Trauma, ein echtes Trauma, das sie erleben. Ein Konflikt, der sie hart trifft, unerwartet trifft und der ihren ganzen Körper, wie wir das nennen, in eine Sympathikusphase kommt. Ja? Das heißt, sie sind in Monate oder Jahre in einer Stressphase, in einer Sympathikusphase. Sie kriegen richtig einen Schock verpasst im Leben. Ja, kriegen einen Schock verpasst. Also ein Todesfall, man ruft sie an, ihre ganze Familie ist schon mal vorgeflogen im Flugzeug und sie sind alle abgestürzt, alle sind tot. Das wäre so etwas. Das wäre so etwas. Aber muss nicht mal ganz so dramatisch sein. Aber es muss ein hartes Traumata sein. Aber auch hier muss ich sagen, das ist der deutlich kleinere Teil. Der deutlich größte Teil überhaupt, warum Menschen Stress bekommen, ist ein Abbau des Adrenalins im Körper. Auf gut Deutsch gesagt, sie haben über lange Zeit, über Jahre genauer gesagt, über Jahre Stress gehabt. Und ich hatte zwei große Lehrerinnen in meinem Leben. Das eine ist Dr. Johanna Budwig, von der ich diese Öl-Eiweiß-Kost gelernt habe. Und die andere Lehrerin war Dr. Waltraud Frieda, eine Ärztin, die beim berühmten Josef Issels damals in Bayern gearbeitet hat. Josef Issels war der bekannteste Krebsarzt in den 70er, 80er in Deutschland. Ja, die Koryphäe. Und diese Dr. Waltraud Frieda war Oberärztin dort. Und sie wollte eigentlich für die Universität Wien eine Arbeit schreiben über Hormone und vor allem über Adrenalin. Und dann hat sie sich Folgendes gedacht. Die ganzen Krebspatienten, weil bei Dr. Issels waren hauptsächlich finale Patienten, die müssen ja ganz hohe Adrenalin-Level im Körper haben, weil sie natürlich sehr viel Stress haben. Und dann hat sie das Adrenalin gemessen und hat gesehen, die haben fast gar kein Adrenalin im Körper. Krebskranke haben kein Adrenalin mehr im Körper oder nur ganz wenig. Und dann hat sie zuerst gedacht, natürlich, die Messungen sind alle falsch. Und dann hat sie weitergemessen und weitergemessen, immer mit dem gleichen Ergebnis. Inzwischen habe ich und viele Ärzte das auch in den letzten 10 Jahren gemacht, mit dem gleichen Ergebnis. Und dann hat sie sich die zwei richtigen Fragen gestellt. Die erste Frage ist, warum? Warum haben Krebskranke kein Adrenalin mehr im Körper? Die haben doch alle Stress. Die müssen doch einen hohen Adrenalinspiegel haben. Und die zweite Frage, die sie sich natürlich zurechtgestellt hat, war, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was ist es? Was bedeutet es für einen Körper, wenn er kein Adrenalin mehr hat? Die erste Frage war relativ schnell rauszubekommen. Menschen, es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die Stress haben. Und zwar über lange Zeit. Ich möchte mal zwei Beispiele geben. In Deutschland sagen 72% aller Menschen, dass sie ungern zur Arbeit gehen. Wir zwei gehören Gott sei Dank nicht dazu. Ja? Ja. Aber überlegen Sie mal, 3 von 4 Menschen, kotzt auf gut Deutsch gesagt, ich bin Schwabe, ich darf das sagen, ja, kotzt ihre Arbeit an. Die gehen nicht gerne zur Arbeit. Dafür brauchen sie jeden Tag Adrenalin, weil der Chef sie nervt, weil die Arbeit sie nervt und so weiter. Sie sind ständig unter einer Spannung und haben das Gefühl, das, was ich da tue, ist eigentlich für mein Leben nicht richtig. Ich lebe an meinem Leben vorbei. So ist es. Ich mache das nur für Geld, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Warum geht man, ich sage mal, ans Fließband oder sonst was? Für Geld. Aber sie sind sehr unglücklich dabei. Sie verbrauchen Adrenalin. Ja? Oder denken Sie, in Deutschland haben wir, ich sage mal, so plus minus 2 bis 3 Millionen Alkoholiker. Sie dürfen, da kenne ich mich aus damit, weil ich viele Jahre mit Alkoholikern in der Psychiatrie gearbeitet habe. Für einen Alkoholiker haben Sie in Regel 3 bis 5 unglückliche Menschen um den herum. Ja? Das heißt, wir haben 10 Millionen unglückliche Menschen allein wegen Alkoholismus in Deutschland. Mhm. Und die haben jeden Tag Stress, auch wenn der Alkoholiker nicht Stress macht. Aber sie haben Angst, dass wieder was passiert und was mit demjenigen passiert. Diese ständige Spannung, in der man lebt. Diese ständige Spannung. Und dann gibt es auch noch Menschen, die leben sozusagen in einem permanenten Stressfeld, weil sie sich warum auch immer beweisen müssen. Ja? Und all diese Menschen haben folgendes Problem. Die Niere kann nur eine bestimmte Menge an Adrenalin produzieren. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn die jeden Tag Stress haben, immer und immer wieder, dann geht der Adrenalinspiegel langsam, sehr langsam über Jahre herunter. Und jetzt ist es so, es gibt im Körper einen Gegenspieler, das ist das Insulin. Also jeder weiß, was Insulin ist. Insulin bringt jetzt Zucker in die Zelle hinein und normalerweise hilft Adrenalin und Noradrenalin, diesen Zucker herauszubringen. Jetzt hat aber, wenn kein Adrenalin oder fast keins mehr da ist, hat die Zelle ein Riesenproblem. Nämlich, dass der Zucker in der Zelle bleibt. Sie überzuckert. Sie überzuckert. Jetzt ist es so, Zucker ist zwar der Lieblingsstoff unserer Zellen, weil sie kann viel besser also aus Glucose Energie produzieren wie mit Fett oder mit Proteinen, aber zu viel Zucker tötet eine Zelle. Also muss diese Zelle muss sich irgendwas einfallen lassen, um diesen Zucker aus der Zelle herauszubringen. Können Sie sagen, auch die Zelle bekommt quasi Stress? Absolut ja. Absolut ja. Diese Zelle hat einen unglaublichen Stress sogar, weil die Zelle hat ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie stirbt,
Wie bei Diabetikern, wenn sie dann zum Beispiel, denken Sie dran, jedes Jahr werden, ich weiß nicht, wie viele tausend Beine amputiert, weil die Diabetiker dann einfach die Zellen absterben, eine Nekrose kriegen. Und hier ist es so, die Zelle muss sich aber überlegen, was mache ich? Entweder ich sterbe oder ich kriege den Zucker los. Und sie findet einen Weg, zuckerlos zu werden. Und jetzt müssen wir leider 50.000 Jahre zurückspringen in der Evolution, weil wir haben immer noch einen Körper, der nicht erst seit gestern entstanden ist, sondern wir haben eine Evolution auf dieser Erde, die über Millionen von Jahren geht. Und ganz sicher gibt es Menschen, sage ich mal, mindestens seit 100.000 Jahren, ja, je nachdem, was man davor sieht. Aber wir tragen also ein Urerbe in uns. Wir haben ein Urerbe. Und dieses Urerbe macht Sinn. Weil schauen Sie mal, wenn Sie eine Zelle haben, wo zu viel Zucker drin ist, weil Sie Stress haben. Und glauben Sie mir, Stress gab es auch vor 50.000 Jahren. Da war nur das reine Überlebenskampf war der Stress. Aber Stress, wir mussten schon immer mit Stress umgehen. Und jetzt hat diese Zelle zu viel Zucker. Jetzt hat die Zelle nur zwei, drei Möglichkeiten. Sie stirbt, sie hat zu viel Zucker und geht langsam zugrunde. Und dann passiert das, was bei Diabetikern passiert. Ja? Die Venen gehen kaputt, die Augen gehen kaputt, die Nieren gehen kaputt. Also ein Zerfallsprozess, der sich hinzieht. Ein Zerfallsprozess, der sich relativ schnell hinzieht. Und jetzt überlegen Sie mal, gehen Sie mal nur 10.000 Jahre zurück. Ein Mensch, der nicht gehen konnte und der nicht sehen konnte. Der hat draußen, in der Natur kaum Chancen zum Überleben. Also musste die Evolution einen Prozess erfinden, besser mit diesem Problemstress umzugehen. Und das war ganz einfach, die Zelle abzuschalten gegenüber Sauerstoff. Weil jetzt macht die Zelle einen sogenannten Gärungsstoffwechsel. Es gab einen Professor, der hier in Berlin vor vielen Jahren an der Charité gearbeitet, Professor Otto Warburg. Der hat 1932 den Nobelpreis genau für diese Forschung bekommen. Also das ist nichts wirklich Neues, wo man sagen könnte, Spinner oder sowas. Das wissen wir jetzt seit 90 Jahren. Ja, das ist also wirklich nichts wirklich Neues. Also die Zelle stellt um. Ja, die Zelle switcht um zu einem sogenannten Gärungsstoffwechsel. Sie lässt keinen Sauerstoff mehr rein und hat jetzt den Vorteil, sie kann die 20-fache Menge an Zucker verbrennen wie eine gesunde Zelle. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema, was viele nicht verstehen. Viele glauben, ein Tumor ist etwas Böses. Aber das ist nicht so. Überhaupt gar nicht. Krebs ist zuerst einmal etwas unglaublich Intelligentes und Gutes. Hätten Sie keinen Krebs, dann würden Sie blind werden, Ihre Nieren würden kaputt gehen, Sie würden vielleicht Venenentzündungen bekommen, die Sie bis zum Tod hinbringen. Also zuerst einmal ist ein Tumor was Gutes. Das heißt, der Krebs verschafft Ihnen erst einmal Lebenszeit. Zeit, genau. Sie haben es erkannt. Das ist das Prinzip der Evolution. Weil, schauen Sie, es gibt sehr viele Evolutionsgesetze. Und in der Evolution gibt es aber ein Gesetz, das über allen anderen Evolutionsgesetzen steht. Und das ist das Überleben der Spezies. Das, was die Evolution möchte, ist zuerst einmal, dass sie heute am Leben bleiben. Nicht morgen, nicht übermorgen. Sie sollen heute am Leben bleiben, um Nachfolger von ihnen produzieren zu können, sage ich mal. Das ist im Grunde genommen das, wo die Evolution am meisten sich drum sorgt. Und jetzt stellen Sie mal vor, entweder Sie sterben in den nächsten Wochen, weil Sie blind sind und nicht mehr gehen können, oder Sie bekommen einen Tumor, sind noch 2-3 Jahre im Leben. Ist doch unglaublich intelligent. Mhm. Und Sie haben ja noch etwas anderes. Sie haben ja die Zeit, in denen 2-3 Jahren den Stress so zu ändern, dass der Tumor wieder weggeht. Weil Ihr Körper braucht diesen Tumor nicht mehr. Mhm. Herr Hirner, also wenn ich Sie richtig verstehe, ist ein Tumor, wir nennen das jetzt mal Krebs und Tumor, haben ja viel miteinander zu tun. Ja. Dieses Signal wird von uns falsch interpretiert, von den meisten Schulmedizinern. Sie schneiden den Tumor raus, erkennen das Signal nicht und leben einfach so weiter. Also vergleichbar, ein Pilot sitzt in seiner 747, da brennt das rote Licht, steht für brennendes Triebwerk, dann schraubt er einfach die Lampe raus und fliegt geradeaus weiter. Da hat er etwas nicht verstanden. Das ist ein Signal. Absolut richtig, absolut richtig. Warum sehen alternative Mediziner das so? Oder kann man sagen, dass sie das alles so sehen? Und warum sieht die Schulmedizin, warum kann sie nicht diese Sichtweise einnehmen, sondern sagt, das ist eine Krankheit, das muss weg? Oder gibt es da auch inzwischen ein Mischfeld? Nein, es gibt im Grunde genommen nur zwei Gruppen hier in der Onkologie. Und es hat sich in den 50er, 60er Jahren gespaltet. Weil bis dahin, es hat mal in Garmisch-Partenkirchen ein Krebskongress stattgefunden, 1951 oder 1953. Da hat man über eine Woche, haben Alternative und Schulmediziner miteinander geredet.
Die wollten eigentlich nur ein paar Tage Kongress machen, am Schluss waren es über 7 Tage. Aber da waren Leute wie Dr. Max Gerson zum Beispiel dabei oder Kuhl, also alternative Ärzte. Und auf der anderen Seite waren unglaublich viele Schulmediziner dabei. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Heute ist ja da ein Kampf dagegen. Man tut ja so, aus meiner Sicht finanziellen Interessen, man tut das so, wie wenn es verschiedene Medizin, es gibt doch nur eine Medizin. Es gibt doch keine Alternativmedizin und Schulmedizin. Es gibt auch nur einen Patienten. Es gibt nur einen Patienten und es gibt nur eine Medizin. Ja? Oder es ist ja auch lächerlich, das, was wir heute Alternativmedizin nennen, ist doch eigentlich die Medizin, die seit Jahrtausenden von Jahren praktiziert wird. Man müsste eigentlich die Medizin mit Pillen und Chemie, das müsste man Alternativmedizin nennen. Ja, das ist eine relativ neue Medizin. Ist eine relativ neue Medizin, ja. Ich muss dazu komischerweise, sagen, ja. Und das sagen Sie, vielleicht auch gleich bestätigen, wir sind jetzt keine Gegner der dieser modernen Medizin. Gerade als Motorradfahrer ist man sehr dankbar, dass es eine moderne Chirurgie gibt oder als Sportler, weil ab und zu, das hätte früher ganz anders, heute kriegt man das hin, muss ich sagen, erstaunlich, was da heute geht, auch minimalinvasiv, was heute geht, muss ich sagen, bin ich dankbar. Aber warum wird man immer gezwungen, sich zu entscheiden? Warum kann man nicht Kombinationen fahren? Warum ist das so? Also, am 23. Dezember 1971 ist etwas ganz Schlimmes passiert. Richard Nixon hat den sogenannten War on Cancer, also den Krieg gegen Krebs, ausgerufen. Warum auch immer, da gibt es verschiedene Theorien drüber, ja. Aber er hat ihn ausgerufen. Und dann ist Folgendes passiert. An dem Tag, das war der Anfang von einer ganz furchtbaren Geschichte. In den 2 Jahren darauf wurde festgelegt, dass Krebs eine Mutationsproblematik ist, also der Gene. Können Sie das erklären? Was ist das? Gibt ja 2 Theorien. Ja. Was ist diese gängige Mutationstheorie? Ja. Theorie, muss man dazu sagen. Bis Theorie. Heute heißt es Theorie? Theorie? Es ist absolut. Wissen Sie, was noch schlimmer ist? Ein Jahr davor, und vor allem 1974, kam eine Forschungsarbeit raus von 2 Amerikanern. Ilmensee und Stevens heißen die. In Deutschland gab es damals schon eine Zeitschrift namens Bild der Wissenschaft. Und 1974 kam ein Artikel raus, der heißt Teratome und Chimäre. In diesem Artikel konnten diese beiden Wissenschaftler beweisen, dass Mutationen unmöglich für Krebs zuständig sein können. Also sie haben ganz viele mit Mäusen, Fröschen, sie haben ganz viele Forschungen gemacht. Kann man nachlesen, bekommt man übrigens bei Bild der Wissenschaft umsonst, wenn man dort anruft. Und man kann das dort im Detail wissenschaftlich nachlesen, dass Mutationen unmöglich der Anfang einer Krebserkrankung sein können. Später natürlich, aber am Anfang geschehen ganz andere Prozesse. Das ist also nicht der Auslöser, wir springen da in eine Kette. Aber lassen Sie uns bei der Mutationstheorie bleiben. Ja. Erklären Sie mir jemand, der Gott sei Dank keinen Krebs hat oder Krebs hat. Erklären Sie doch mal, was ist diese Mutationstheorie? Ganz einfach. Wie wird Krebs diagnostiziert? Ein Pathologe, die sitzen übrigens immer im Keller im Krankenhaus. Das ist eine interessante Geschichte. Ich habe ganz viele Pathologen gesehen, die hocken immer im Keller. Aber wie auch immer, das nur am Rand erwähnt. Da unten sitzt ein Pathologe, der bekommt ein Gewebeteil von einem Tumor. Und er schaut sich das unter dem Mikroskop an. Jetzt ist es ja nicht so, dass da auf einmal so ein kleines Männlein mit einer Ferne und ich habe Krebs steht, ja. Sondern der muss das jetzt sagen, ist es Krebs oder nicht. Das heißt, der muss das beurteilen. Der muss das beurteilen, ja. Und jetzt ist es so, während einer Krebserkrankung verändern sich vor allem Gene. Also zum Beispiel, man hat nicht nur einen Zellkern, man hat 2 oder 3. Die Zellen, wie die Mediziner das nennen, entdifferenzieren sich, so nennen die das, ja. Und auf gut Deutsch gesagt, die Zelle sieht einfach anders aus wie eine gesunde Zelle nebenan. So, und jetzt ist folgender Denkfehler gemacht worden. Weil man das fast immer sieht, hat man gedacht, das ist die Ursache. Weil immer wenn ich Krebs habe, sehe ich unter dem Mikroskop diese Veränderung, also muss das auch die Ursache sein. Aber das ist so, ich mache manchmal so ein kleines Spiel. Stellen Sie sich mal vor, so ein Außerirdischer fliegt über die Erde mit seinem Raumschiff. Und jetzt sieht er immer irgendwo, wo es brennt. Und immer wenn es brennt, sieht er auch gleichzeitig Feuerwehrleute. Also was denkt er? Immer da, wo Feuer ist, sind Feuerwehrleute. Also sind die Feuerwehrleute auch zuständig für das Feuer, die machen das Feuer. Und so ist es hier auch. Hier ist einfach der Denkfehler, dass man, stellen Sie sich eine Dominokette vor, ja? Ich habe hier 100 Dominosteine. Natürlich, wenn ich den 56. umwerfe, fällt der 57. um. Aber das ist nicht die Frage. Die Mutation ist der erste 56. Stein. Ich muss schauen, wer schmeißt den ersten Stein um, nicht den 56. Ich muss also in die Vergangenheit schauen und nicht auf die Gegenwart. Ja, und was wir heute wissen, und deshalb ist es ja auch so schlimm, dass man immer noch an dieser uralten
hundertmal widerlegten Mutationstheorie wird immer noch an Universitäten unterrichtet. Das ist so schlimm, sage ich einfach mal. Ja? Obwohl, ich weiß gar nicht, wie viele Arbeiten es weltweit gibt, wo das widerlegt haben. Was man einfach nicht anschaut, was ist denn davor? Zum Beispiel, davor verändert sich die Zellmembranspannung. Davor verändert sich die Mitochondrien, das sind kleine Teile, die unsere Energie, die ATP produzieren in unseren Zellen. Es verändert sich innen bestimmte Enzyme, zum Beispiel Zytochromoxidasen und so weiter und so fort. Ich könnte Ihnen jetzt 100 Punkte nennen, die vor einer Mutation kommen. Ich nenne es mal sportlich, die Stimmung am Set wird vorher sehr negativ, dass das das Endprodukt ist. Wir müssen sehen, was hat hier zum Streit in der Zelle, sag so ich mal, geführt. So ist es. Wir müssen doch einfach anschauen, was ist die Ursache von Krebs. Und jetzt schaut man einfach immer nur die Mutation an. Jetzt geht man ja aber, es gibt ja noch einen größeren Wahnsinn. Diese Woche kam im Deutschen Ärzteblatt eine Arbeit heraus, vom Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und da heißt es, ging auch durch alle Zeitungen, wir könnten in Deutschland 165.000 Krebsfälle vermeiden. Wir bräuchten eigentlich nur drei Dinge tun. Nicht mehr so viel rauchen, nicht mehr so viel saufen und nicht, was war das dritte? Achso, ja, kein rotes Fleisch mehr essen. So, hört sich zuerst mal ja so richtig vernünftig an. Und ich bin ja auch dafür, dass alle diese drei Dinge. Nur, was behauptet wird, die werden zuständig. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen. In Deutschland haben wir ungefähr... Also das ist der Auslöser, wird behauptet. Wird einfach behauptet. Sie sagen nicht, dass das nichts damit zu tun hätte, aber es ist nicht der Auslöser. Es ist nicht der Auslöser. Schauen Sie, in Deutschland haben wir 20 Millionen Raucher. Und wir haben im Jahr 20.000 Krebstote durch Lungenkrebs. Das ist mathematisch 0,1%. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, 99,9% aller Raucher bekommen keinen Krebs. Jetzt frage ich die in Heidelberg, erklärt mir mal, warum bekommt 0,1% Lungenkrebs und 99,9% bekommt keinen? Da kriegen sie keine Antwort, weil sie haben keine. Ja. Was sollen sie auch sagen? Sie wissen nicht. Ja, der hat halt sonst gesund gelebt, sagen wir jetzt mal. Ja, ich meine heute, es heißt ja immer krebserregende Stoffe. So, niemand weiß, was krebserregende Stoffe sind. Das ist doch alles im Labor. Das wird doch alles im Labor mit irgendwelchen Mäusen oder mit irgendwelchen Kulturen in irgendwelchen Agar-Agar-Schalen wird es gemacht. Aber ich kann doch nicht hergehen und sagen, weil Sie rotes Fleisch essen, kriegen Sie Darmkrebs. Und das ist die Ursache. Würden Sie sagen, das Milieu, das Krebs erzeugt, ist viel zu komplex, als dass sich das in einem Labor nachstellen ließe? Absolut, ja. Überlegen Sie mal, wie viele Zellen wir haben. Wir haben so viele Milliarden von Zellen. Nicht nur das, in den Zellen haben wir ja noch die zehnfache Menge an Bakterien. Wir sind eigentlich eine riesen Bakterienschleudern-Mensch. Ja? Wenn wir das alles mal anschauen, wir verstehen doch überhaupt gar nicht. Ja? Heute schieben wir ja alles auf die Gene. Und auch hier, wir verstehen ja auch nicht die Gene. Aber da können wir es drauf schieben. Nur, ich bin dieser Frage nachgegangen. Ich habe mich mit vielen, es ist doch nicht so, ich werde zwar gerne als ich weiß nicht, esoterischer Spinner oder sowas, die Leute wundern sich ja schon, wenn ich eine Krawatte anhabe, ja? Weil die alle denken, ich muss irgendwie mit selbstgestrickten Pullover rumlaufen oder sowas. Ja? Ich habe das nicht gedacht. Ja, aber ich sage das, glauben Sie mir, ich weiß, von was ich hier rede. Ja? Ich habe viele schulmedizinische Freunde. Also es ist doch nicht so, dass ich hier irgendwie ein Hasser auf irgendwas wäre. Aber wissen Sie, ich kann logisch denken. Und ich möchte einfach wissenschaftlich denken. Und die heutige Onkologie ist nicht wissenschaftlich. Das heißt, sie ist es vielleicht schon, aber sie ist nicht frei. Sie ist nicht frei. Und da endet die Wissenschaft. Da endet sie einfach. Wo Abhängigkeiten entstehen. Und ich möchte einfach wissen. Zum Beispiel, es wird ja in der Schulmedizin wird ja behauptet, dass es psychischer Stress kann gar nicht zu Krebs führen. Ich bin genau der umgekehrten Meinung. Ich glaube, dass psychischer Stress viel mehr zu Tumore führt wie körperlicher Stress, also durch Giftstoffe oder Strahlen. So. Aber wenn ich einen Schulmediziner frage, okay gut, warum bekommt der Krebs und warum der nicht? Dann hat er entweder keine Antwort oder er packt das Ultra aus und das heißt einfach Gene. Ja, und dann frage ich einfach weiter und sage, aber warum verändern sich diese Gene? Jedes Gen hat ja einen Anschalter und einen Ausschalter. Warum wird jetzt dieses eine Gen eingeschaltet bei dem einen Menschen und das andere nicht? Und da kriegen sie keine Antwort. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir wollen ja die Ursache für einen Krebskranken herausfinden. Weil wenn wir das nicht tun, wie kann denn dieser Krebskranke dann überhaupt vermeiden, dass er wieder Krebs bekommt? Er muss verstehen, wie es dazu kommen konnte. Er muss doch wissen, wie es dazu kommt. Ja. So, jetzt ist es ja so, von unseren, sage ich mal, knapp 500.000 neuen Krebskranken dieses Jahr,
Das müssen Sie nochmal sagen, damit man sich das realisiert. Um 500.000 neue Krebskranke haben wir dieses Jahr. Manche Statistiken sprechen sogar von 550.000. Aber eine halbe Million ist es ganz sicher. Wir haben jedes Jahr eine halbe Million neue Krebskranke in Deutschland. Wir reden nur von Deutschland hier. Ja? So, und wenn jetzt da jemand hingeht, dann muss ich doch herausfinden, warum der diesen Krebs hat. Weil wie soll ich dem Patienten sonst sagen, wie er ein Rezidiv, also ein Wiederaufflammen von Krebs, wie er das denn vermeiden kann? Aber das wird ja gar nicht gemacht. Einen Arzt interessiert es einfach gar nicht, warum ein Patient einen Tumor hat. Der moderne Arzt, wie er es auch gelernt hat, behandelt vor allem weniger den Patienten als eher den Krebs. Das Symptom. Das Symptom. Er behandelt den Tumor. Symptom. Wird behandelt. Da gibt es noch diesen Patienten dazu, der manchmal da reinquakt und stört so ein bisschen eigentlich. Ja. Eigentlich wäre so ein stummer Tumor einfacher zu behandeln als dieser Mensch, der auch sich noch schlecht fühlt und so weiter und nur komische Fragen stellt. Ja. Oder es wurde ja in den letzten 50 Jahren wurde ja einfach gesagt, der Tumor ist das Böse, das muss raus. Dass Tumore gute Dinge tun, wie Zucker verbrennen oder wissen Sie, was Tumore auch tun? Ein Tumor ist eine richtige Giftansaugfabrik. Ja? Also in einem Tumor finden Sie unglaublich viele Schwermetalle, Sie finden unglaublich viele Pilze, Sie finden unglaublich viel, ich sag mal, Müll, der sich sonst irgendwo im Körper ansammelt. Aber ein Tumor tut das sozusagen ansaugen und verstoffwechseln. Es gibt eine Ärztin, die da viele Arbeiten drüber geschrieben hat, die nennt es die zweite Leber. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann bedeutet das ja, also der Körper hilft sich dahingehend, indem er einen Tumor bildet, um die Vergiftung, die überall im Körper herrscht, rauszunehmen. Wenn Sie jetzt den Tumor rausnehmen, aber Ihr Leben nicht ändern, haben Sie dem Patienten eigentlich gar keinen Gefallen getan? Haben Sie ein größeres Problem wie vorher? Mhm. Haben Sie ein größeres Problem wie vorher? Mhm. Aber bevor wir sind jetzt gleich auch im philosophischen Aspekt, was ich sehr wichtig finde, möchte ich noch mal sagen, es ist nicht so, dass Sie gegen alle klassischen Therapieformen in der Schulmedizin sind. Sie sagen nur, Sie schreiben ja auch, alle Menschen haben das Recht zu wissen und zu wählen, dass es auch Alternativen gibt zu dem Klassischen. Das muss man da sagen, Sie sind auch kein Feind der Schulmedizin, sondern Sie sagen, es gibt Schulmedizin, es gibt auch andere Medizin, aber im Grunde gibt es nur eine Medizin, es gibt ja auch nur einen Patienten, was absolut für jeden auch Arzt nachvollziehbar ist. Wir haben die Mutationstheorie behandelt. Es gibt noch eine andere Theorie. Es gibt viele Theorien. Mitochondrien, können Sie die mal erklären? Ja. Was ist das? Also Mitochondrien sind kleine Teilchen in jeder unserer Zelle oder in fast jeder unserer Zelle. Und wir haben in der Regel, sagen wir mal, 500 bis 1000, in der Leber auch mal 2.000 oder 5.000. Ja? In diesen Mitochondrien wird ATP, also Adenosintriphosphat, haben wir mal 7. Klasse Biologieunterricht alle lernen müssen und wieder vergessen. Das hat uns damals nicht interessiert als 13-Jährige. Was wir heute wissen ist, dass in diese Mitochondrien kein Sauerstoff mehr hineingeht und dadurch dieser Fermentierungsprozess stattfindet. Wir wissen heute auch, dass es gibt sogenannte Komplexe in diesen Mitochondrien. Ja? Zum Beispiel bei Komplex 3 auf 4 müssen bestimmte Elektronen übertragen werden. Frau Dr. Puttwig, eine meiner Lehrerinnen, hat schon in den 50er Jahren darüber geschrieben, dass dieser Komplex namens Cytochromoxidase, das ist das Enzym, wo das überträgt, dass das bei Krebskranken gestört ist. Also das sind Dinge, die wir eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten wissen. Es interessiert aber niemanden. Es gibt viele Ärzte inzwischen, die sozusagen Therapien entwickeln, um diese Mitochondrien wieder in Schuss zu bringen. Und das Größte, da hat der Otto Warburg nach den 30er Jahren und viele Ärzte nach ihm dran gearbeitet, die größte Frage überhaupt ist ja, wie bringe ich wieder Sauerstoff in eine Krebszelle hinein? Weil in dem Moment, wo ich es schaffe, durch die Zellmembran wieder Sauerstoffmoleküle reinzubringen, in dem Moment switcht er eine gesunde Zelle wieder um, eine kranke Zelle, Entschuldigung, zu einer gesunden Zelle. Das ist ja auch so ein Dogma. Es wird einfach in der Schulmedizin behauptet, eine Krebszelle muss man töten. Die kann sich nicht wieder zurückentwickeln. Mhm. Jetzt kenne ich ja all diese Menschen, die teilweise kopfgroße Tumore im Körper hatten und die Tumore sind weggegangen. Da haben sich ja diese Krebszellen alle wieder zu gesunden Zellen entwickelt. Ich möchte hier mich einklingen, Hirneise. Was passiert denn, wenn ein Patient, der von der Schulmedizin behandelt wurde, also der das ganze Programm bekommen hat, von der OP über Chemo und über Strahlung, was massive Schäden ja auch hinterlässt, das ist ja ein Irrtum zu glauben, dass nur das betroffene Gewebe betroffen hat. Im Gegenteil, muss man einfach wissen, das gehört dazu, ja, dass eben man eben eine Wette abschließt. Wir sind einfach, bevor der Patient an der Chemo- und der Strahlentherapie stirbt, weil er würde daran sterben, hören die auf, aber die Krebszellen kaputt. Also was machen Mediziner, den sie einem aufgegebenen Patienten dann ein paar Jahre später vorführen, der alternativ behandelt wurde und lebt? Wie geht der denn mit diesen Patienten um? Den dürfte es ja nach der Schulmedizin eigentlich gar nicht geben. Gibt aber ihn. Und wie ist das? Sie kennen das ja. Sie haben es ja
probiert. Wie reagiert ein Arzt? Freut er sich oder? Nein, nein. Also, ich muss ein bisschen lächeln dabei, Sie sehen das, weil das ist so verrückt, was ich Ihnen jetzt erzähle, dass Sie mir das wahrscheinlich kaum glauben können. Viele Patienten, die ich kennengelernt habe, die entweder bei uns im Zentrum waren, wieder gesund geworden sind oder die bei anderen Ärzten waren, die sind anschließend zu ihren behandelnden schulmedizinischen Ärzten gegangen und haben gesagt, lieber Herr Professor Müller, schauen Sie mal, ich war vor einem Jahr oder vor zwei Jahren bei Ihnen. Sie haben damals gesagt, ich soll heim zum Sterben und soll mir noch ein paar schöne Tage machen. Wie das übrigens geht, kurz vorm Tod, habe ich noch nie verstanden. Ja. Aber immerhin, das ist so ein Standardspruch vieler Ärzte, machen Sie sich noch ein paar schöne Tage. Ja. Und schauen Sie mal, und jetzt bin ich tumorfrei. Und jetzt wäre doch eigentlich die normale logische Reaktion von jedem Arzt wäre, Herr Müller, nehmen Sie doch mal 5 Minuten das Platz und erzählen Sie mal rein wissenschaftlich, was mich was haben Sie da jetzt eigentlich getan? Ich habe bis heute keinen Arzt kennengelernt, der das getan hat. Sogar viel schlimmer. Manche Menschen, ich denke gerade an einen Bekannten von mir, Universität Köln, der ist zu seinem Professor dorthin gegangen und der Professor hat gesagt, hauen Sie ab. Und dann hat er gesagt, ich haue nicht ab, ich würde Ihnen gerne erzählen, was ich getan habe, um wieder gesund, damit Sie sowas auch mal lernen können. Dann hat er die Security gerufen und der Mann wurde verhaftet. Ich habe eine Freundin, die Knochenkrebs hatte und wieder gesund geworden ist. Und die ging zu dem Radiologen, wo sie halt immer, wo sie so krank war, auch hingegangen ist. Ja. Und sie ging dann eben 2 Jahre nicht mehr hin. Dann hat sie aber eine Schulterverletzung gehabt und musste nochmal in die Radiologie. Also sie hatte keinen Krebs mehr, sondern wegen der Schulterverletzung. Und während sie reinläuft und der Radiologe sieht sie, sagt der Radiologe, bevor er guten Tag sagt zu ihr, sagt er, egal was Sie getan haben, ich will das nicht wissen. Und sie hat gesagt, Entschuldigung, ich will von Ihnen gar nichts. Ich bin nur hier wegen der Schulter drin gelassen. Ja. Warum reagieren Ärzte so? Das ist ja eigentlich die Frage, weil Sie haben ja auch richtig erkannt, die normale logische Frage wäre doch, was haben Sie gemacht, Herr Müller oder Frau Schmidt? Mich würde das immer interessieren, auch in meiner Branche, wenn jemand etwas macht, wo ich gesagt habe, das kann gar nicht gehen. Es ging dann doch, dass ich sage, da kann ich nur dazulernen. Als Arzt winkt mir dann immer auch der Nobelpreis letztendlich. Ja. Ich will das einfach mal mitnehmen. Ja, richtig. Aber Ärzte können das nicht. Und ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich habe am Anfang gedacht, spinnen die jetzt alle oder was erzählen die mir denn da? Aber heute verstehe ich das. Dahinter steckt eine unglaublich große Angst, dass irgendein Kerngebilde, dass man sich an wissenschaftlichen Denken, irgendwelche Dogmen, die man gelernt hat, dass die vielleicht gar nicht richtig sind. Oder nur Teil einer Medaille, so auch. Oder Teil einer Medaille. Überlegen Sie mal, es ist doch gar nicht so einfach, Professor zu werden an der Uni heutzutage, ja, oder Oberarzt. Sie studieren in der Regel 6-7 Jahre. Sie machen 3-5 Jahre einen Facharzt. Wie lange beschäftigen Sie sich während des Medizinstudiums mit Krebs? Normale Mediziner? Ja. Nur wenige Stunden. Also Krebs ist ein Onkologie ist ein kleines Thema. Mhm. Aber auch die sogenannten Onkologen, die ja dann eine mehrjährige Fachausbildung machen, mit was beschäftigen die sich eigentlich? Mit Chemotherapie A, mit Chemotherapie B, mit Chemotherapie C und so weiter. Die ganze Palette. Dann Radiologen beschäftigen sie sich gar nicht. Heute beschäftigt man sich noch mit Antihormontherapien und jetzt natürlich mit sogenannten Antikörpern oder Target Therapies, wie man das neudeutsch nennt. Also man geht davon aus, dass das, was man über den Krebs weiß, dass das Krebs ist. Und jetzt gibt es verschiedene Angebote der Industrie, die einem, wo man eben sagt, wie muss man das dosieren, über welche Zeiträume, damit das funktioniert. Genau, und das lernt man auswendig in einer mehrjährigen Ausbildung. Und dann nennt man sich Onkologe. Es gibt nicht wenig, und da gehöre ich zumindest teilweise auch dazu, ich nenne Onkologen gar nicht mehr Onkologen, ich sage Chemotherapisten. Weil sie sind keine Chirurgen und sie sind keine Radiologen. Mhm. Und das, was sie machen, ist ausschließlich Chemotherapie. Mhm. Also warum nennen die sich Onkologen? Für mich ist ein Onkologe jemand, der sich mit der ganzen Bandbreite der Onkologie beschäftigt hat. Aber unsere sogenannten Onkologen, die sind keine Onkologen, die sich mit einer Bandbreite, die haben sich ja nur mit so einem engen Teilgebiet der Onkologie beschäftigt. Wissen Sie, dieses dicke Buch hier, viele Ärzte, die mögen mich aus einem Grund nicht wegen diesem Buch. Nicht so sehr, weil ich jetzt irgendein alternativer Spinner wäre oder so. Sie führen alle Krebsarten und die klassischen Betanungsmethoden auf, stellen aber dann eben auch Alternativen vor, sagen, dies können Sie auch probieren. Richtig. Und jetzt erlebe ich immer wieder, dass Ärzte auf mich sauer sind und zwar aus einem Grund. Viele lesen dieses Buch. Und jetzt angenommen, Sie haben ein Glioblastom, das ist ein ziemlich bösartiger Gehirntumor, wo im Grunde genommen 99% der Menschen sterben. McCain ist letzte Woche an diesem Tumor in Amerika gestorben.
der übrigens, das ist auch interessant, 5 Tage vorher noch eine Chemotherapie bekommen hat. 5 Tage bevor er gestorben ist. Ja. Mhm. Da war mit Sicherheit nicht abzusehen, dass er bald sterben wird. Aber das nur am Rande erwähnt. So, jetzt überlegen Sie mal, Sie haben ein Glioblastom und Sie wissen genau, OP hilft da nicht. Chemotherapie gibt es gar keine bei Glioblastome, obwohl es permanent gemacht wird, von Methotrexat bis was weiß ich was. Aber es hilft einfach nicht. Ja? Und Bestrahlung kann manchmal helfen, ja? Aber in den seltensten Fällen. So. Und jetzt lesen Sie in meinem Buch, oh, da gibt es ja zum Beispiel einen Dr. Stanislav Boczynski in Houston, Texas, der sogenannte Antineoblastone, das ist also, da kriegen Sie 24 Stunden Dauerkatheter und bekommen eine ganz bestimmte Chemikalie verabreicht. Aber dieser Dr. Stanislav Boczynski hat außergewöhnliche Erfolge bei Glioblastome. Jetzt lesen Sie das da drin. Oder Sie lesen zum Beispiel, dass die in den Bahamas eine sogenannte IAT-Klinik gibt, die außergewöhnliche Erfolge bei Mesotheliome hat. Was ist das? Das ist Rippfellkrebs, ja. Mhm. Und das ist das, wo meistens so Asbest hervorgerufen wird. Ja. Und da gibt es weder schulmedizinisch noch alternativ im Grunde genommen eine Therapie dafür. Ja? Außer eben diese eine in den Bahamas. Ja? Mhm. Ich war dort in Freeport, habe mir das vor Ort angeschaut. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Jetzt liegt der Patient in irgendeiner Klinik, der Professor kommt morgens zur Visite und dann sagt dieser Patient zum Arzt, Sie, Herr Professor Müller, würden mir vielleicht Antineoblastone helfen oder eine IAT-Therapie? Jetzt hat er noch nie was davon gehört. Erst anschließend kauft er sich mein Buch und schaut da rein oder geht gerne natürlich auch in Google rein. Ja? Aber er steht in so einem Fall ja wie ein Idiot da. Ja, wer steht gerne als Idiot da? Niemand, weder Sie noch ich. Mhm. Aber wissen Sie, was gar nicht aushält? Ärzte. Mhm. Ärzte halten es nicht aus zu sagen, ich kenne das nicht. Ist ich das weiß Eitelkeit? Das nicht. Nein. Es gibt ja auch vom Ansehen im Klinikum auch ein Gefälle. Und ich meine, ich will es nicht allen unterstellen, aber eine Menge Menschen, die in diesen Beruf gehen, nennen sich ja nicht oder werden nicht umsonst, und das spielt vielleicht auch eine Rolle, Halbgötter in Weiß genannt. Und der Herr weiß ja natürlich alles, der Halbgott. Jetzt weiß der gar nichts, weiß es nur der Kittel. Ich meine, da stößt man ja auch an seine eigenen Grenzen. Ja. Also, hat es damit zu tun? Ja, damit hat es zu tun. Das ist, glaube ich, keine Eitelkeit, das ist etwas anderes. Ich denke, Ärzte, schauen Sie mal, mit Abstand der angesehenste Beruf weltweit ist Arzt. Nicht Rechtsanwalt. Mich hat es auch gewundert, ehrlich gesagt, ja. Mich hat es auch gewundert, aber... Nein, ist klar, Arzt, das stimmt schon. Aber es ist Arzt, es ist Arzt. Es gibt, glaube ich, keine Schwiegermutter, die nicht am liebsten einen Schwiegersohn hätte, der Arzt ist, ja. Mhm. Also es gibt keinen beliebteren Beruf wie Ärzte. Und Ärzte haben schon ein unglaubliches, ich sage mal, Vertrauensvorsprung. Ich sage es mal knallhart. Als ich 1997, Sie wissen, was ich gemacht habe, bin da nach Amerika geflogen, ich habe mir 100 Krebsbücher gekauft. Total verrückt, ich weiß. Ich habe mir innerhalb von wenigen Monaten mehr als 100 Krebsbücher gekauft und gelesen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt weiß ich zumindest mal so einigermaßen, jetzt bin ich da zu den Ärzten hingegangen und habe begonnen, Fragen zu stellen. Und wissen Sie, was ich herausgefunden habe? Innerhalb von 6 Monaten wusste ich teilweise viel mehr, wie ein Arzt weiß. Nach 6 Monaten Bücher lesen, wusste ich mehr. Und dann bin ich irgendwann durch einen Freund von mir, der auch übrigens Schulmediziner ist, der hat mir folgende Frage, oder der hat zu mir gesagt, mach doch mal Folgendes, Lothar. Frag doch mal die Ärzte, warum unser Herz keinen Krebs bekommt. Oder unser Gehirn in Wahrheit auch nicht. Und unser Gehirn in Wahrheit auch nicht, weil es ist immer das Glia, das Zwischenzellgewebe, die nerven ja nicht. Aber beim Herzen ist es viel einfacher, ja. Herzkrebs gibt es nicht. Herzkrebs gibt es nicht. Also ich habe noch nie einen gelebt. Ja? Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt, aber es gibt keinen Herzkrebs. So. Aber jetzt ist es doch so, die Theorie sagt doch, dass also Krebs eine Entartung ist vom Zellkern. Jetzt ist ja ein Herz ein ziemlich großes Organ und wir haben ja Trilliarden von Genen da drin. Warum entarten die eigentlich nie? Jetzt habe ich begonnen ohne Witz. Ist doch voll beschäftigt und auch Stress findet da statt. Warum passiert das nicht? Jetzt habe ich die Ärzte einfach gefragt und habe gesagt, wieso hat unser Herz eigentlich niemals Krebs? Sie hören die, ich könnte nochmal so ein dickes Buch schreiben, ohne Witz. Sie hören die verrücktesten Antworten. Und da habe ich schnell kapiert, warum geben die mir so verrückte Antworten? Zum Beispiel früher haben die immer gesagt, ja, das Herz kann keinen Zucker aufnehmen und Krebs lebt nur von Zucker und deshalb geht es nicht. Jetzt heute haben wir PET-Geräte, also Positronen-Emissionstomographien-Ding, da können wir ja sehen, dass durchaus auch ein Herz in der Lage ist, Zucker aufzunehmen und so weiter und so fort. Also ich habe die verrücktesten Antworten bekommen. Die sich auch teilweise widersprechen. Total, sogar total. Und da habe ich dann schnell erkannt, klar,
Warum geben die eigentlich alle so verrückte Antworten? Wenn die Theorie hinter einer Sache falsch ist, können die Antworten unmöglich richtig sein. Die Antwort ist übrigens relativ einfach. Ganz einfach. Im Herzen, wie wir ja alle wissen, ist relativ viel Strom. Also ein EKG, jeder weiß, steht unter Spannung. Was ein Elektrokardiogramm ist. Das ist ja nichts anderes wie eine Messung von Strom. Ja? Eine Zelle hat aber auch eine Stromspannung, nämlich von ungefähr 80, 90 minus Millivolt. Ja? Ja. So, bei Krebs ist es aber so, der Strom geht herunter. Da ist nur noch 40 oder 60 Millivolt auf einmal. Und da unser Herz logischerweise immer Strom braucht, weil wenn da kein Strom mehr durchläuft, bleibt es stehen, kann logischerweise gar kein Tumor in unserem Herzen entstehen, weil das schon viel früher versagen würde. Ja? Deshalb. Und Sie sehen, wenn man die richtige Theorie hat, kann man auch eine richtige Antwort geben. Mhm. Wenn man eine falsche Theorie hat, gibt man eine falsche Antwort. Also es ist total verrückt. Möchte ich mal bei Herrn Einstein ein. Es gibt diese berühmten Briefe zwischen Einstein und Bohr. Und sagt Bohr zu Einstein, wir dürfen nie vergessen, bei der Relativitätstheorie wie Atome, dass das sich um Theorien handelt. Es sind Theorien, weil sehen können wir es nicht. Aber ich möchte hier vielleicht auch etwas hinweisen, warum Ärzte auch zum Teil so reagieren wollen. Jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch Schulmediziner, die durchaus in der Lage sind, über den Tellerrand zu blicken. Es gibt auch Alternativmediziner, die über den Tellerrand blicken, sagen, da gibt es auch ein paar positive Sachen, wo ich sogar selbst eine Chemotherapie mitempfehlen würde. Mhm. Krebs ist ein Multimilliardengeschäft. Jeder Krebspatient, so traurig das für ihn sein mag, für die Pharmaindustrie, für die Chemieindustrie, ist das ein Bombengeschäft. Können Sie das mal aufdröseln? Was bringt ein Krebspatient? Also, früher ist man ja noch von fünfstelligen Zahlen ausgegangen, also durch Chemotherapie. Also, ich rede mal nur vom Medikament, weil man darf nicht unterschätzen, die Patienten sind ja lange im Krankenhaus. Gehen wir mal von Tagessätzen von plus minus 1000 Euro bald aus, das kommt ja alles noch on top sozusagen drauf. Aber gehen wir mal nur von der Chemikalie aus, die übrigens, es gibt einen schönen Artikel im Lancet-Magazin in England, die meisten Chemikalien oder die Antikörper heute, die kosten unter $10 in der Produktion. Unter $10. So, für wie viel werden sie verkauft? Früher war es so in der Regel plus 10.000 bis 20.000 Euro. Ja? Dann kam vor über 10 Jahren Herceptin. Ja? Dieser erste bei Brustkrebs ein ganz bestimmter, ich sag mal, Blockierer. So, dieses Herceptin. Das hat schon 36.000 Euro gekostet. Jetzt haben wir Medikamente. Das teuerste Antikörper im Moment kostet 600.000 Euro. Die deutschen Krankenkassen tun sich mit dem noch schwer, was man mehr als verstehen kann. Aber die deutschen Krankenkassen tun sich überhaupt nicht mehr schwer, im Gegensatz zum Beispiel in England, wo diese Zahlen nicht erreicht werden. Zum Beispiel also 120.000 bis 140.000 Euro für so ein Medikament zu bezahlen. Das ist ganz normal. Und jetzt kommt ja was ganz Verrücktes, also total Verrücktes. Wir haben im Moment eigentlich, in den letzten zwei Monaten hatten wir in Deutschland zwei ziemlich große Skandale mit Krebsmedikamenten. Das eine, haben Sie vielleicht gelesen, mit dem Apotheker in Bottrop, ja, der 40.000 Therapien gemacht hat, wahrscheinlich mit Wasser oder nur mit 10 oder 20% eines Medikaments. Jetzt im Moment haben wir ja hier im Raum Brandenburg den großen Skandal, dass Krebsmedikamente, die nicht richtig gelagert wurden aus Griechenland, weil man ja bestimmte Menge an Reimporten machen muss, hierher kamen gesehen und die alle kaputt waren wahrscheinlich. Ja. Und da wird ganz viel diskutiert und man kann immer wieder in der Tagesschau und Co. in diesen verrückten Sendungen, sage ich jetzt mal, da alles Mögliche hören. Wissen Sie, was nie diskutiert wird? Warum hat es eigentlich nie ein Arzt oder ein Patient herausbekommen? Überlegen Sie mal, Sie bekommen ein Medikament, das ist 130.000 Euro wert. Und dafür wird es verkauft. Dafür wird es verkauft. Wert, ja, da haben Sie vollkommen recht. Das Wort Wert sollte man hier vielleicht nicht benutzen. Aber es wird für 130.000 Euro verkauft, das ist korrekt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden dem Patienten einfach eine Wasserlösung geben statt diesem Medikament. Und keiner bemerkt es. Keinem fällt es auf. Keiner bemerkt es. Bei dem Bottroper Skandal, der ist ja nicht aufgedeckt worden, weil Ärzte oder Patienten gemerkt haben, dass die Therapie nichts taugt, sondern weil der Streit hatte mit jemand anderem. Hier genauso. Hier wurde ja einfach eine Illegalität, ein Import wurde aufgedeckt. Kein Arzt hat,
Das geht ja wahrscheinlich schon seit 6 Jahren so. Es ist nicht so, dass die Patienten wie die Fliegen gestorben sind. Also die Statistik sagt, die sind zu früh gestorben. Und das, was ist denn da? Untersucht das mal. So war es ja nicht. Beim Bottroper-Skandal zum Beispiel, die Staatsanwältin, die den Fall bearbeitet, das ist jetzt abgeschlossen. Der hat 12 Jahre Gefängnis bekommen. Ja. Die Staatsanwältin hat einfach gesagt, weil das wäre ja die erste Frage, wäre doch eigentlich gewesen, lassen Sie uns mal anschauen, wer hat eigentlich diese Medikamente bekommen? Dann hat die Staatsanwältin gesagt, können wir nicht kontrollieren, wir wissen das nicht, wir wissen die Namen nicht. Hallo? Natürlich wissen wir die Namen, weil Sie können nicht, Sie müssen ja als Arzt es genau aufschreiben, wer welches Medikament bekommt und das sind alle Namen hinterlegt. Ja. Die brauchen Sie schon deshalb, weil Sie ja da spezielle Rechnung stellen. Und die Krankenkassen doch auch. Natürlich weiß man die Namen. Man hätte das ja machen können. Man hätte einfach mal nachschauen können, wer hat diese Medikamente bekommen und jetzt hätte man ja schauen können, geht es den Patienten besser oder schlechter? Das macht man nicht. Und jetzt frage ich Sie, warum macht man das nicht? Die Frage lasse ich mal so im Raum stehen. Das kann sich vielleicht jeder selber überlegen, warum man vielleicht gewisse Dinge dann auch gar nicht sieht, weil dann würden Fragen aufkommen. Es wird nicht allen besser gehen, aber vielleicht einigen, wofür Sie doch nichts mehr, muss ich schon die Frage stellen. Aber ich möchte noch mal bei diesem Thema bleiben. Ich habe in dem Buch, das fand ich sehr erschreckend, auch gelesen, dass sehr viele Tests, die ein Medikament durchlaufen muss, dass die gekauft sind. Und dass die deutsche Krebsindustrie, also die Verschreibenden als auch die Produzierenden, oft Hand in Hand arbeiten, sich gegenseitig eben auch bestätigen, dass die Medikamente wirken. Oh, das ist ja interessant. Können Sie das mal aufdröseln? Ja, also schauen Sie mal, wir haben in Deutschland, wir geben unglaublich viel Geld ja für Krebsforschung aus. Auch die Regierungen. Wir haben ja bei uns im Schwabenland, in Heidelberg genauer gesagt, das Krebsforschungszentrum. Und dort arbeiten ganz viele Leute, die nennen sich drittmittelfinanziert. Das ist so ein schönes neues Wort, das es da gibt seit ein paar Jahren. Ja? Was bedeutet das eigentlich? Ganz einfach. Im Krebsforschungszentrum Heidelberg, das ja eigentlich von unseren Steuergeldern bezahlt wird, arbeiten ganz viele Mitarbeiter von Pharmafirmen. Mhm. Man muss sich das mal vorstellen. Ja. Überlegen Sie mal. Da arbeiten Leute von Pharmafirmen? Warum eigentlich? Wir geben jedes Jahr hunderte von Millionen an dieses Zentrum, damit die Krebs erforschen. Für was brauchen die drittmittelfinanzierte Pharma-Mitarbeiter? Das ist schon mal die erste Frage. Ich bringe es mal auf einen Punkt. Wir haben keine Krebsforschung mehr. Es gibt weltweit keine Krebsforschung mehr. Auch in China nicht mehr, auch noch in Russland. Auch nicht in Japan. Ich war in all diesen Ländern und habe dort mit den Leuten gesprochen. Nein, ich war in über 50 Ländern übrigens, um dort zu schauen. Wie würden Sie es denn? Ist das Bestätigungsmedizin? Nein, es ist Patentmedizin. Heute die Krebsforschung geht es nur darum, Patente zu erforschen. Es gibt die Grundlagenforschung, die noch im letzten Jahrhundert überall, Berlin, Charité, war vielleicht weltweit führend in der Grundlagenforschung in Krebs. Heute gar nicht mehr, ist gestorben, gibt es nicht mehr. Und überall auf der Welt ist es auch so, es gibt keine Forschung mehr, wo man einfach, was ist Krebs, wie kann man es behandeln? Es geht nur noch darum, welche neue Chemikalie können wir patentieren lassen. Und gewinnbringend ausschlachten. Ja. Ich möchte an dieser Stelle auch ein bisschen verkürzen, weil das Buch hat knapp 900 Seiten. Mir war klar, dass ich das in einem Interview nicht abarbeiten kann. Ich kann nur raten, sich das Buch zuzulegen, wenn man Krebs hat, auch wenn man keinen Krebs hat, um sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Weil wenn 500.000 Menschen jedes Jahr diagnostiziert werden, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man selber irgendwann mal so eine Diagnose bekommt, doch hoch ist. Ich möchte auch auf etwas kommen, was viele Frauen interessiert wird. Dass, wenn man regelmäßig zu einer Krebsuntersuchung geht, man davon Krebs kriegen kann. Das muss zum Beispiel sind dann Mammografien. Auch hier die Logik. Wenn man, wissen Sie, durch das, dass sich Dogmen durchgesetzt haben und nicht mehr logisches Denken, vor allem in der Onkologie, nicht in aller Medizin, Sie haben ja vorher auch erwähnt, zum Beispiel in der Chirurgie, in der inneren Medizin. Es gibt sehr, in der Neurologie zum Beispiel, es gibt unglaubliche Fortschritte in der Medizin. Und denken Sie mal, wenn es woanders, in einem anderen Fachgebiet, keine Fortschritte geben würde, was würde man dann tun? Etwas anders machen, richtig? So wie man es in der Chirurgie gemacht hat, so wie man es in der Neurologie gemacht hat, in der Psychiatrie. Mhm. Ich habe vor 40 Jahren angefangen, in der Psychiatrie zu arbeiten. Ja, war ich gerade 18 Jahre alt als Krankenpfleger. So. Was ich heute weiß aus der Psychiatrie, da hat sich immens geändert gegenüber der Psychiatrie, wo man nur noch Medikamente reingejagt hat. Gibt es auch noch, ohne Zweifel. Aber die Psychiatrie hat sich unglaublich modernisiert in den letzten 40 Jahren. In der Onkologie sieht es immer noch so aus, die gleichen Medikamente. Wir reden ja übrigens auch immer von neuen Chemotherapien. Wissen Sie, dass seit 20 Jahren es kein einziges neues Chemopräparat gibt?
Es gibt keine neue Chemopräparate. Wir benutzen immer noch die Platinstoffe oder wir benutzen ja noch Senfgas, Cyclophosphamid. Man muss sich das mal vorstellen. Wir benutzen heute noch Senfgas. Und es wird dann noch richtig pervers jetzt. Es ist ethisch, weil um eine Studie machen zu können, komme ich wieder zu Ihrer Frage zurück. Was passiert da eigentlich, wenn die heute diese Studien machen? Ja? Es ist ethisch in Deutschland vertretbar, einem Menschen Senfgas durch die Venen zu jagen. Es ist aber ethisch nicht vertretbar, eine zum Beispiel Ernährungstherapie zu machen oder hochdosiertes Vitamin C zu geben oder Amygdalin oder irgendein anderes Präparat. Das wird nicht erlaubt in Deutschland. Mhm. Aber Cyclophosphamid wird erlaubt. Also das ist komplett verrückt. Und was ist mit der ganzen, ich sag mal, Studienlage? Da gibt es zwei, ich sag mal, Hauptprobleme. Das erste ist, Regierungen machen keine Studien. Aber Regierungen sollten die Studien machen. Nicht die Industrie. Natürlich. Ja. Überlegen Sie doch mal. Genommen. Überlegen Sie doch mal. Sie machen eine Studie. Wissen Sie, dass 25% aller Studien überhaupt nicht veröffentlicht werden? Wenn ich denke, welcher Müll schon veröffentlicht wird, also schlechte Studien, ich möchte gar nicht wissen, was eigentlich da drinsteht, in denen 25% aller Studien, Lancet Magazin hat es vor Jahren veröffentlicht, wo gar nicht veröffentlicht werden. Oder wissen Sie, dass viele Studien, damit man sagen kann, es wird veröffentlicht, zum Beispiel in Griechenland veröffentlicht werden, in irgendeinem griechischen Magazin. Ich meine, wer kann schon Griechisch lesen? Können Sie Griechisch lesen? Aktuell nicht. Ich auch aktuell nicht, sehen Sie. Aber die können nachher sagen, wir haben diese Studien veröffentlicht. Ja. Also es ist furchtbar. Und ist doch klar, wenn ich, der Herrscher, darüber bin, über diese Studie, kann ich die Daten mir so auslesen, wie ich das gerne möchte. Ja, Statistik ist da Lügen, noch mehr Lügenstatistik. Das so ist, ungefähr, ja. Das ist das erste Problem. Und das zweite ist, dass es gibt gar keine vergleichenden Studien. Das ist das große Problem. Also, was jetzt seit 50 Jahren, im Grunde genommen wird ein Trick angewandt, der Pharmafirma, ja. Die haben in den 70er Jahren beschlossen, alle, ich sage mal, nicht konventionellen, nicht universitären Therapien, die jagen wir weg. Wir vergleichen uns gar nicht mehr mit denen. Sondern nur untereinander. Sondern nur untereinander, genau. Mhm. So, und jetzt wird immer, grundsätzlich seit 50 Jahren, wird Folgendes getan. Es wird Chemotherapie A mit B und C verglichen. Das ist, wenn ich es mal auf die Automobilindustrie runterbrechen würde, wäre so, wie man sagt, okay, wir vergleichen einen Verbrennungsmotor mit dem anderen, aber wir stellen nicht die Frage, wie man jemanden energiefreundlich von A nach B bringt, dann müsste man auch Strommotoren oder die Bahn oder wen auch immer, das machen wir gar nicht, sondern nur, und da machen wir Riesenfortschritte natürlich. Ich bin Schwab, ich mache Ihnen noch ein schöneres Beispiel. Das wäre so, wie wenn eine Automobilzeitschrift nur noch Trabi mit Lada vergleicht aus den 80er Jahren. Mhm. Und jetzt kommt ein Schwabe wie ich daher und sagt, aber wir in Stuttgart, wir haben doch Mercedes und Porsche Autos, ja. Könntet ihr nicht mal euren Lada und euren Trabi mit unserem neuen Porsche vergleichen und dann sagen die, was bist denn du für ein Verschwörungstheoretiker, was bist denn du für ein Spinner, Porsche, ich bitte, Porsche besser wie Lada, sind sie noch ganz sauber? Also so wäre das, so muss man sich das mal vorstellen. So verrückt ist heute die ganze Studienlage. Es wird einfach Chemotherapie A mit Chemotherapie B verglichen, eins von beiden ist ja klar, in einer Gruppe überleben ein paar Leute. Herr Hirn, also in diesem Buch, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, das zu lesen, geht es vor allem darum, deswegen ist auch so ein Motiv, Sie sollen, haben das Recht zu erkennen, dass Sie wählen können, es gibt nämlich die Wahl, es gibt nicht nur Chemo, Chirurgie und Bestrahlung, es gibt noch viele andere Methoden, welche für Sie in Frage kommt, ist erst eine persönliche Entscheidung, ob Sie überhaupt dran glauben, ob Sie sich darauf einlassen, aber wenn Sie sich darauf einlassen, spezifisch bezüglich Ihres Krebses, gibt es auch dort unterschiedliche Methoden, Sie müssen sehr selber für sich rausfinden, das finde ich schon mal gut. Um das aber tun zu können, um wählen zu können, muss man erwachsen sein. Und da möchte ich ganz kurz ein Thema streifen, was noch unangenehmer ist als Krebs, nämlich Krebs bei Kindern. Sie haben als Eltern nicht unbedingt das Recht zu sagen, was Ihr Kind für eine Therapie bekommt. Angenommen, Sie haben ein Kind, 5 Jahre alt und es hat Krebs. Was ist dann das Standardprozedere? Wie wird diesem Kind geholfen? Welches Mitspracherecht haben Eltern? Weder das Kind noch die Eltern haben ein Mitspracherecht. Muss man ganz klar sagen. Die juristische Lage in Deutschland, nicht nur in Deutschland, also viele Länder, Amerika, Frankreich, Spanien oder so, wo ist ganz sicher weiß, Italien, gibt es kein Mitspracherecht der Eltern. Also wenn ein Arzt der Meinung ist, dass das Kind therapiert gehört, dann wird es therapiert und den Eltern weggenommen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, das ich leider sehr brutal in meiner eigenen Bekanntschaft miterleben musste. Ein Kind mit knapp 100.000 Leukozyten, also weiße Blutkörperchen. Ja? Das Kind hatte aber entzündliche Prozesse. Und man muss wissen, die Mutter hat im Labor des Krankenhauses gearbeitet.
Also die kannte sich durchaus ein bisschen aus mit Blut und alles Mögliche. Und die hat schon in ihrem Leben öfters mal gesehen, dass Kinder sehr hohe Leukozytenzahlen haben, aber das muss nicht gleich Krebs sein. Dann hat ein Arzt sich das angeschaut und hat gesagt, okay, Gust, das ist mindestens eine beginnende Leukämie und wir müssen sofort mit Chemotherapie beginnen. Die Mutter hat gesagt, sie möchte das noch nicht, sie möchte noch abwarten, sie möchte etwas anderes machen, hat dann eine bekannte Ärztin dazugeholt und leider ist das Kind sofort weggenommen worden. Ja. Mhm. Also, das heißt, das Kind bekommt dann eine Therapie verpasst, die der Staat oder die klassische Medizin für richtig hält und sie haben da kein Mitspracherecht. Ja. Ich persönlich, also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich versuche immer, wenn es um Kinder geht, mich wegzudrehen. Ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht brutal an, weil ich bin durchaus ein Philanthrop, ja. Mhm. Aber bei Kindern ist es unglaublich schwierig, weil man sitzt sofort im Gefängnis, wenn man da irgendetwas nur sagt oder tut, ja. Glauben Sie mir, ich weiß, von was ich hier rede. Ich möchte Ihnen mal zwei Fälle, die mich unglaublich betroffen gemacht haben vor Jahren. Die Parallele war immer das Gleiche. Eltern haben mich kontaktiert, also ein Kind hat Chemotherapie bekommen und wieder Chemotherapie und so weiter und lag im Sterben. Ja? Und dann haben die Eltern kontaktiert und ich habe gesagt, nein, ich darf da nichts dazu sagen, rein juristisch nicht oder sowas. Mhm. Ja? Aber ich habe sie manchmal an Ärzte oder Freunde von mir verwiesen und ich habe, was ich ja sagen darf, auch juristisch ist ja, tun Sie alles für Ihr Kind, dass es glücklich ist. Geben Sie dem Kind die beste Ernährung, die man sich vorstellt. Ernährung, wissen Sie, das ist ja der Witz überhaupt hier. Auf einer Seite wird immer behauptet, wenn man sich gesund ernährt, könnte man Krebs vermeiden. Ja, ja. Aber wenn man Krebs hat, ist Ernährung natürlich nichts mehr wert. Ja? Okay. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Es ist ein bisschen widersprüchlich, ohne Zweifel, ja. Es ist ja so, ich bin ja ein Schüler von Dr. Johanna Budwig, ich habe ja ganz viele Fälle von ihr dokumentiert. Und ich kenne übrigens auch von Dr. Max Gerson oder seiner Tochter, also diese Gerson-Therapie, auch sehr viele Patienten, die diese Therapie gemacht haben und wieder gesund geworden sind. Und so habe ich das dann auch den Eltern empfohlen. Machen Sie das oder sowas, aber keine therapeutische, klassische Prozesse. Und in zwei Fällen sind diese Kinder wieder gesund geworden, die nochmal nach Hause geschickt wurden zum Sterben, damit sie zu Hause sterben können. Und in zwei Fällen sind diese Kinder gesund geworden. Und jetzt stellen Sie sich Folgendes vor. Immer so ein Jahr später gehen diese Eltern dann meistens an die Uniklinik zurück. Und dann bekommen diese Eltern die Empfehlung der Ärzte, wir machen jetzt eine gesundheitserhaltende, präventive Chemotherapie. Wenn ich hier irgendetwas an Eltern sagen darf, dann ist es das, machen Sie das niemals. Geben Sie niemals einem Kind, das schon mal am Sterben lag und Chemotherapie bekommen hat, nie mehr ein Jahr später nochmal Chemotherapie. Beide Kinder sind an der ersten Chemotherapie, die sie bekommen haben, gestorben. Wenn diese Logik, die dahinter verkauft wird, aufgehen, stimmen würde, dann wäre es eigentlich so, um Krebs zu vermeiden, das ist eine sehr häufige Todesursache, ist ja in der Top 5 inzwischen, was die Todesarten angeht, von der Top 20 hoch, hat nicht nur mit Ernährung Top 2 sogar? Ja, müsste man sagen, wir alle sollten eigentlich rezeptfrei eine Chemotherapie bekommen, also präventiv, schon im Vorfeld, damit der Krebs schon von vornherein auf die Mütze bekommt. Das ist aber keine so gute Idee, sagen Sie. Ich sage mal so, das wird ja oft von Radiologen behauptet. Radiologen sagen ganz oft, also als Beispiel, sie haben ein Mammakarzinom, hier werden operiert und dann heißt es ja anschließend, wir müssen noch diese Stelle bestrahlen. Jetzt kommt jemand wie ich daher und sagt, lieber Radiologe, was bestrahlen Sie da eigentlich? Da ist ja gar kein Tumor mehr. Ja, aber Herr Hirneise, da könnte es Mikrometastasen geben. Das ist das. Das ist mein Lieblingswort inzwischen in der Onkologie, Mikrometastasen. Die noch nie jemand gesehen hat. Sie haben vollkommen recht. Das ist doch die Frage, was sind Mikrometastasen? Sie kriegen einen Nobelpreis, wenn Sie beweisen können, dass irgend so ein Mist überhaupt existiert. Ich sage ja noch nicht mal, um Missverständnisse hier zu vermeiden, es könnte einzelne Krebszellen irgendwo geben und die könnte man Mikrometastasen nennen. Nur bewiesen hat es bis heute keiner. Das ist ein reines Dogma. Würde man aber dieses Dogma aus der Onkologie rausziehen, dann könnte man ja keine Chemotherapie nach der Operation machen. Man könnte ja auch keine Bestrahlung nach der Operation machen, weil man müsste sich ja die Frage gefallen lassen, was zum Teufel tut ihr da eigentlich jetzt therapieren? Mhm. Der Tumor ist doch draußen. Mhm. So, also erfindet man diese Mikrometastase. Man muss sagen, dass es für die Patienten natürlich immer ein Risiko ist, das zu bekommen. Für die Firmen, die das anbieten, aber nicht. Ja, Bestrahlung. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurück zur Bestrahlung. So,
operiert, jetzt wird bestrahlt. Und jetzt sagen die Radiologen, ja, Bestrahlung zerstört nur den Rest der eventuellen Mikrometastasen, Krebszellen, die da sind. Gesunden Zellen macht es nichts aus. Dann frage ich mich, haben die alle im Physikunterricht eigentlich nicht aufgepasst? Die haben noch nie was von Quay gehört, Radiologen, das ist denen ihre tägliche Arbeit, ja? Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Eine Frau mit Brustkrebs wird heute 30 Mal in der Regel mit 1,8 Quay, das ist diese Strahlenmenge, bestrahlt. Das sind also nach Adam Riese 54 Quay. 0,3 Quay tut in einem gesunden Gewebe neue Krebszellen machen. Die bekommen also 54. Das ist ungefähr das 160-fache der Menge, die neue Krebszellen macht. Wenn also mir ein Radiologe kommt und sagt, Herr Hirnreise, das ist doch Nonsens, eine Bestrahlung macht doch nichts hier aus, dann sage ich immer, lassen Sie sich eigentlich jedes Jahr, so wie Sie das gerade vorgeschlagen haben, präventiv bestrahlen? Weil wenn das den gesunden Zellen nichts ausmacht, könnten wir uns doch jedes Jahr gehen wir einmal den ganzen Körper bestrahlen lassen, durchröntgen von oben bis unten, alle Krebszellen sind weg. Das wäre die Präventivmaßnahme überhaupt. Mhm. Das sehen Sie einfach, es wird gelabert, gelabert, gelabert. Mhm. Wie Wenn viele man wissenschaftlich fragt, kommt nichts raus. Herr Hirnreise, wie viele der Ärzte, die Chemotherapie empfehlen und verkaufen, sage ich jetzt mal ganz bösartig, würden die selber bei sich zur Anwendung bringen, wenn sie Krebs hätten? Gibt es da von Ihnen Erfahrungen? Ja, ich kann Ihnen sagen, vielleicht sprechen Sie darauf ein. Es gibt zwei Untersuchungen, die beide in Amerika gemacht wurden. Es wurden also mehrere hundert Onkologen angeschrieben und jeweils so 100, 120 haben geantwortet. Bei einer waren es 78, bei einer waren es 130 oder so. Und die wurden gefragt, würden sie Chemotherapie machen? Sie wurden sogar ganz speziell gefragt, also bei Lungenkrebs zum Beispiel Cisplatin, Oxaliplatin oder Carboplatin, also ein bestimmter Chemotherapiestoff. Und dann haben nur 15% gesagt, sie würden es machen. 85% der Onkologen haben gesagt, das würden sie weder bei sich noch bei einem nahen Angehörigen, also Ehefrau oder Kinder, machen. Man muss sich das einfach vorstellen. Julius Hagetal sagt Ihnen vielleicht. Natürlich, wird hier auch aufgeführt mit ein paar richtig interessanten Tipps. Berühmter Professor Julius Hagetal, ja. Der hat, wenn die Patienten zu ihm gekommen sind, hat er so ein 10-Punkte-Programm da gehabt, ja. Einer dieser Punkte hieß, behandle deinen Patienten immer, wie wenn er dein bester Freund oder deine Ehefrau wäre. Der Meinung bin ich auch. Mhm. Wie kann man überhaupt Therapien als Arzt machen, ohne die gleichen bei seiner eigenen Ehefrau oder bei seinen Kindern anzuwenden? Also das, was man dann anderen gerne empfiehlt, nach dem Motto, die Brüste können weg, der Unterleib kann ausgeräumt werden, das ist nicht so schlimm. Das würde man ja selber, wenn es um die eigene Ehefrau geht, würde das als sehr schlimm empfinden. Ich meine, ich erlebe es ja bei uns im Zentrum. Wir haben, sage ich mal, nicht oft, aber einmal sicher, in seltenen Fällen haben wir es auch 3-4 Mal im Jahr, wo Ärzte zu uns kommen. Professoren, Universitätsprofessoren, die kommen zu uns als Gäste in unser Zentrum, weil sie Krebs haben. Und weil sie sagen, wir gehen nicht zu unseren Kollegen. Wir wissen, was da passiert. Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, hatte ich ein Problem damit. Warum? Weil ich gedacht habe, du bist ein echter Verbrecher für mich. Ich sag's mal ganz schwäbisch. Ja. Das, was du anderen, das wirst du selbst nicht. Das ist eine Riesenschweinerei. Heute kann ich anders damit umgehen. Inzwischen habe ich da ein bisschen andere Einstellung dazu bekommen und ich sehe einfach die Verzweiflung. Schauen Sie, wenn Sie heute ein Glioblastom haben als Arzt. Erklären Sie das. Ein Glioblastom ist der gefährlichste Gehirntumor, an dem die meisten Menschen sterben. Das geht sehr schnell. Und es gibt keine Therapie im Grunde genommen. Die Leute sterben alle. Oder klassisch Bauchspeicheldrüsenkrebs, Pankreaskrebs. Ja? Schauen Sie mal. 96,5% der Leute, die dieses Jahr Pankreaskrebs kriegen, sterben auch daran. 96,5%. Überlegen Sie mal, ich bin heute Morgen hierher geflogen nach Berlin. Ich gehe jetzt auf den Flughafen und ich weiß, von den 100 Flugzeugen, die hier stehen, tun 96 abstürzen. Würden Sie da reinsitzen in ein Flugzeug? Nicht wirklich. Nicht wirklich, oder? Nee. Keiner von uns würde das tun. Aber wissen Sie, was bei Pankreaskrebs ist? Sie machen es alle. Warum machen die das alle? Vielleicht, weil sie die Alternative nicht kennen. So ist es. Sie kennen die Alternative nicht und sie haben ein unglaubliches, blindes Vertrauen an Ärzte.
Nochmal, ich bin der Letzte, der etwas hat gegen ein gutes Patienten-Ärzte-Vertrauensverhältnis. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ich möchte das nicht niedrig reden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Pankreaskrebs habe, warum sollte ich das tun? Warum sollte ich eine Therapie machen, die zu 97% versagt? Mhm. Und noch schlimmer wird es ja, warum ändert sich nichts? Herr Hirnaise, ich möchte an dieser Stelle einen Reisschenk machen, und zwar, nachdem wir so lange darüber gesprochen haben, was Status Quo ist und dass das etwas, das merkwürdig ist, dass es auch ein Geschäft ist, aber dass eben die Ärzte dieses Ansehen eben noch haben und vielleicht das auch langsam bröckelt, weil heute haben wir es mit einem Patienten zu tun, das wissen sehr viele Ärzte, weil sie nicht so gut finden, der ist oft besser informiert, weil der kurz bei Google und kommt dann da rein und kennt sich aus. Es gibt auch Scharlatane bei den Alternativen. Absolut. Es gibt unglaubliche Spinner. Die sagen, ich helfe Ihnen bei Krebs und dann kriegen Sie den Möhrensaft, das ja, war es dann auch nicht. Ja, wissen Sie, ich bin ja auch in sozialen Netzwerken unterwegs, vor allem Facebook. Ja? Darf man hier mal ruhig ansprechen. So. Es graust mir, was ich da sehe. Ich bin bestimmt in, sage ich mal, 30 Krebsgruppen, englisch- und deutschsprachige vor allem, Mitglied sozusagen. Und ich schaue da immer wieder rein. Nicht jeden Tag, weil so viel Zeit habe ich nicht, aber ich schaue da immer wieder rein. Und es graust mich, es graust mich. Da sind Leute schwer krank und der eine empfiehlt Kamillentee, der andere irgendeinen brasilianischen, was weiß ich was, Hinterwäldertee. Und es graust mich. Das ist schlimmer noch wie Chemotherapie. Mhm. Also, Sie haben leider vollkommen recht. Es ist unglaublich, was es für Spinner in der Alternativszene gibt. Aber Achtung, man muss hier einfach mal seinen Verstand einschalten. Man muss hier einfach als Patient einfach mal anschauen, wer ist denn diese Person, die ich da frage? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie heute mit Ihrem Auto die Bremsen kaputt gehen, schreiben Sie dann in Facebook, hallo, kann mir einer sagen, wie ich meine Bremsen reparieren soll? Bei Krebs machen das aber alle. Tausende von Leuten machen das jeden Tag in Facebook und, oder in anderen Blogs oder so. Ja. Es ist furchtbar, was hier passiert. Ja. Aber man muss hier einfach mal, wie soll ich sagen, den Verstand einschalten und schauen, wer empfiehlt mir das dann. Also alternative Medizin bedeutet nicht unwissenschaftlich, im Gegenteil. Man muss die schulmedizinischen Methoden kennen. Man muss auch die Alternativen kennen und man muss aber ganz anders an das Thema rangehen. In diesem Buch werden zahlreiche Methoden beschrieben, mit denen man es auch versuchen kann, wo man eben sagen kann, da sind die Wahrscheinlichkeiten zu überleben genauso hoch oder sogar noch höher. Das muss man selber entscheiden. Lassen Sie uns an dieser Stelle über diese 3E-Geschichten noch einmal sprechen, damit man sagen kann, okay, ich habe jetzt Krebs oder ich kenne jemanden, dem ich das Buch schenken möchte. Können Sie mal aufdröseln, was ist der positive Teil an dem Buch? Was ist 3E konkret zusammengefasst? Warum sollte ich mich dafür interessieren? Ja, also es ist so, als ich 98 begonnen habe, ich bin da fast 3 Jahre lang auf der Welt herumgeflogen, ja, zusammen mit einer Stiftung in Washington. Ich habe da zufällig einen Senator, Bedell, Berkeley Bedell, kennengelernt. Und er hat ein Team aufgestellt, und hat einfach alternative Krebsforschung getrieben in Washington. Und wir haben uns kennengelernt und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht für diese Stiftung arbeiten würde und auf der Welt herumreisen. Ich hatte einen riesen Vorteil. In dieser Stiftung gab es Neurologen, Onkologen, Physiker, Chemiker, Biologen. Und wissen Sie, viele der Therapien, die ich hier beschreibe, die sind ja gar nicht von Ärzten. Die sind manchmal von irgendwelchen Chemikern oder Ingenieuren erfunden worden. Und ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit Physiker unterhalten haben. Das ist eine ziemlich schwierige Sprache. Mhm. Ja? Also die verstehe ich auch nicht immer. Ich hatte aber das große Glück, dann mit all diesen Leuten immer da zusammenarbeiten zu können. Und so bin ich ein paar Jahre herumgereist. Aber dann habe ich nach ein paar Jahren gemerkt, Mensch, ich kann noch mal 10 Jahre da auf der Welt rumreisen. Ich werde nie rausfinden, was Krebs ist und wie man das therapieren muss. Aber was ich gemacht habe, ich habe immer nicht nur die Ärzte befragt, sondern wenn ich in einer Klinik war, ich habe immer die Survivor befragt. Mir war schon immer klar, dass ich von denen vielleicht mehr lernen kann wie von Ärzten. Mhm. Die beschreiben einfach, was sie getan haben, ja. Und da muss es eine Gemeinsamkeit geben, einen gemeinsamen Nenner, was die anders gemacht haben, richtiger. Richtig. Und dann habe ich mir mal wirklich 3 Monate Zeit genommen und habe alle meine Fragenbogen mal nochmal da so in eine riesen Excel-Tabelle eingetragen. Und am Schluss ist Folgendes rausgekommen. Es sind immer 3 Dinge, die diese Survivor gemacht haben. Menschen, die überlebt haben, haben nur 3 Dinge gemacht. Und es war zuerst mal eine Entgiftung. Mhm. Ja? Können Sie mal, wie läuft eine Entgiftung? Entgiftung. Kann man das pauschal überhaupt sagen? Nein, kann man nicht pauschal sagen. Aber man kann, ich sag mal, 3, 4 Dinge vielleicht sagen. Zuerst mal spielt der Darm eine große Rolle, ja? Sodass die Leute zum Beispiel Einläufe gemacht haben.
jetzt mit Wasser oder mit Kaffee oder mit allem Möglichen, ja, haben Einläufe gemacht. Dann spielt Laktat eine ziemlich große Rolle im Körper, also Milchsäure. Mhm. Weil Sie müssen Folgendes wissen, ein Tumor produziert 24 Stunden am Tag Laktat. Linksdrehende Milchsäure, um es jetzt wissenschaftlich auszudrücken. Mhm. Dieses Laktat tut sich logischerweise um den Tumor herum ablagern und verhindert noch mehr, dass Sauerstoff da reinkommt. Ja? So muss man also dieses Laktat herausbekommen. Das kann man ziemlich gut zum Beispiel durch Natronbäder oder sowas machen. Und dann spielen unsere Zähne spielen eine große Rolle. Das habe ich das erste Mal gemerkt. Ich hatte Ihnen vorher erwähnt, dass ich in der Oasis of Hope Klinik in Mexiko war, da in San Diego. Da ist mir ein Fall, den ich bis heute nicht vergessen habe. Als ich dort war, kam ein junger Mann herein im Rollstuhl mit einem Lymphom, also mit einem Non-Hodgkin-Lymphom, Lymphdrüsenkrebs. Und der war so schwach und so kreidebleich, der konnte nicht mehr wirklich laufen. Drei Tage später sah ich diesen Mensch draußen vor der Klinik stehen. Ich denke, sag mal, was haben die gemacht? Ich gehe zu dem hin, der war vielleicht, ich weiß nicht, 25 Jahre alt. Und dann sagt er, ja, wir haben noch nicht begonnen, wir haben nur die Zähne rausgezogen. Die haben nur wurzelbehandelte Zähne rausgezogen. Und dieser Junge saß im Rollstuhl und konnte, nachdem die wurzelbehandelte Zähne, ich weiß nicht, ob das jetzt 4 oder 6 waren, die rausgezogen wurden, konnte der wieder gehen. Können Sie das erklären? Ja, das kann man wahrscheinlich erklären. Die Familie Contreras in San Diego sind nicht die erste. Josef Issels in Bayern hat es auch gemacht. Der hat fast bei jedem seiner Patienten Zähne gezogen. Warum? Wurzelbehandelte Zähne, müssen Sie sich vorstellen, das sind tote Zähne, nennt man die auch in der deutschen Sprache, sagt man ja sogar tote Zähne dazu. In diesen toten Zähnen vermehren sich Bakterien extrem, extrem, weil ein normaler Zahn ist ein lebendiges Organ. Ein toter Zahn ist tot, aber der Zahn ist immer noch da. Jetzt vermehren sich da drin ganz viele Bakterien und diese Bakterien produzieren ganz viele Giftstoffe. Und diese Giftstoffe verbreiten sich im ganzen Körper. Also wir buchen das mal ab und da Entgiftung ist ein ganz wichtiges Thema. Extrem. Sollen wir das Buch lesen? Es gibt es sind 758 Seiten. Das können wir jetzt nicht in 3 Minuten sagen. Nein. Okay. Entgiftung. Ernährung. Was macht welchen Ernährung? Ernährung. Also Ernährung muss ich sagen. Als ich bei Frank Wiewel in Amerika war, hat er mir einen Namen genannt. Dr. Johanna Budwig. Hatte ich noch nie gehört. 1998. Ich wusste nicht, wer Dr. Johanna Budwig ist. Dann hat Frank Wiewel mir das gesagt und hat gesagt: Du wohnst eine Stunde von der Dame weg, die wohnt in Freudenstadt im Schwarzwald, das ist von Stuttgart nur eine Autostunde weg. Besuch diese Dame, das ist für ihn das größte lebende Genie. Denke ich, okay, gut, besuche ich die Dame. Man muss dazu sagen, die Dame war zu diesem Zeitpunkt fast 90 Jahre alt. Mhm. Bin ich da hingegangen, oder ich muss sagen, ich habe sie angerufen, wollte sie besuchen, hat sie gesagt, interessiert mich nicht, wer sie sind, hat wieder aufgelegt. Die schwäbische Freundlichkeit, ja. Das haben wir nur vom Rande erwähnt. Ja, Frau Dr. Budwig war nicht für ihre Freundlichkeit bekannt, aber sie war bekannt für ein unglaubliches Wissen über Krebs. Und sie hat diese berühmte Öl-Eiweiß-Kost erfunden. Ja? Weil sie hat folgende... Sie kannte zum Beispiel, Sie haben vorher Niels Bohr erwähnt, ja? Sie kannte Niels Bohr, sie kannte Siemens, sie hat Kontakt mit Linus Pauling in Amerika gehabt, mit Sien Györgyi in Budapest und so weiter und so fort. Sie hat mit diesen großen Nobelpreisträgern ihr Leben lang Kontakt gehabt. Ich nenne es mal einen geistigen Austausch unter verschiedenen Ebenen. Unglaublich, ja. Und ich habe es dann aber irgendwie geschafft, dass wir doch noch Freunde geworden sind, ja. Und habe dann über fast 4 Jahre bin ich immer und immer wieder zu ihr gefahren. Und ich habe von ihr ein Wissen lernen dürfen, das ist einfach unglaublich. Und sie hat einfach schon in den 50er Jahren hat sie herausbekommen, wie man wieder Sauerstoff in die Zelle hineinbringt, wie man die Zellmembran verändert. Nämlich indem man einfach Elektronen sozusagen an diesen Ort bringt, damit Sauerstoff wieder an diesen Ort bringt und die Zellmembran verändert. Und eigentlich durch 2, 3 Dinge, indem man bestimmte Fettsäuren, sogenannte Transfettsäuren, vermeidet. Das ist eins der ungesündesten Dinge, die Sie essen können. Also für alle hier keine Margarine mehr. Ab heute keine Margarine essen. Das ist so ziemlich das Ungesündeste, was man essen kann auf diesem Planeten. Das hat sie herausgefunden, hat dann ihre... Die Werbung sagt aber was anderes. Die Werbung sagt deutlich was anderes. Ja. Also Margarine ist total gut und Butter ist schlecht. Aber auch hier muss man einfach mal das Ganze wissenschaftlich anschauen. Es würde zu tief gehen, wenn wir jetzt über Chemie reden. Also, aber glauben Sie mir,
keine Margarine mehr. Wenn Sie mir nichts glauben, glauben Sie mir dieses eine, essen Sie keine Margarine. Mhm. Ja. So, und Budwig hat es herausgefunden und hat dann eine Öl-Eiweiß-Kost kreiert, wo man Leinöl, Milch und Quark miteinander mischt. Dadurch ein sogenanntes stabiles Lipoprotein, das man essen kann, kreiert, das in die Zelle hineingeht und die Zelle verändert. Mhm. 1952. Würden Sie sagen, das ist nicht der Zelle den Krieg erklären, sondern ein Angebot machen? Genau das Gegenteil, genau. Sie haben vollkommen recht. Wissen Sie, was passiert mit der Krebszelle? Die meisten Krebszellen haben nämlich folgendes Problem. Es heißt heute immer, Tumore wachsen so sehr, weil die Zellen sich so schnell teilen. Das hatte ich früher auch geglaubt. Dann habe ich mich mit Pathologen unterhalten und sagen die, nee, eine schnelle Zellteilung sehen Sie bei den wenigsten Krebszellen. Dann sage ich am Anfang, okay, das verstehe ich nicht. Es gibt doch Tumore, die relativ schnell wachsen. Ja, aber nicht durch das Wachstum. Okay, habe ich am Anfang nicht kapiert, durch was wachsen die dann? Sie wachsen einfach deshalb, weil die alten Zellen nicht mehr absterben. Und die zwei Zellen, kurz bevor sie sich teilen, haften aneinander, sozusagen die Zellmembran. Ja. Und Budwig, die Öl-Eiweiß-Kost, macht sozusagen das Gegenteil. Sie tötet die Zelle nicht, sondern sie bringt die Krebszelle in eine Teilung. Weil nur eine Zelle, die komplett geteilt ist, stirbt auch den natürlichen Tod, also die sogenannte Apoptose. Ja. Ja, da gibt es ein Gen, das heißt P53, und dieses Gen schält sich ein und die Zelle stirbt. Die Zelle kann aber nicht sterben, wenn sie noch zusammenhaftet. Mhm. Und das ist das, was die relativ einfach. Mhm. Nur, man muss sich vorstellen, 1952 behauptet eine Frau, man kann Krebs durch eine Ernährung ändern. Dass sich das nicht durchgesetzt hat, ich glaube, das sind wir uns einig, oder? Vor allem, weil die am Telefon einhängt. Ich glaube, sind wir uns einig. Okay, ja. Gut. Also ich habe dann herausgefunden, diese zwei E's, also Ernährung und Entgiftung, haben ungefähr 2/3 aller Patienten haben das gemacht. Okay, Sie haben sich damit bemüht, beschäftigt und das umgestellt. Aber 100% aller Survivor haben Folgendes gemacht. Sie haben ich nenne es mal energetisches Potenzial. Sie haben ihr ganz energetisches Denken auf ein neues Level gebracht. Sie haben begonnen, ihren Stress dermaßen runterzufahren, von Sympathikus in Parasympathikus. Mhm. Das ist übrigens, was wir bei uns in unserem Zentrum den Menschen, die kriegen bei uns manchmal auch Infusionen, aber ganz selten. Ja. Bei uns wird mehr den Menschen, neben Ernährung und Entgiftung natürlich, beigebracht, wie sie in einen sogenannten Parasympathikus fahren. Sie müssen herunterkommen, um zu reparieren. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn ein Flugzeug heute eine Turbine kaputt ist, wo reparieren Sie das? Wenn es fliegt? Nein. Sie reparieren es, wenn unten im Hangar liegt. Da können Sie eine Turbine, wenn alles zum Stillstand kommt. Und genau das müssen Krebskranke auch verstehen. Sie müssen aus Sympathikus in Parasympathikus kommen. Sie müssen herunterfahren. Und dort können Reparaturprozesse stattfinden. Und was wir dann tun, und das ist immer die wichtigste Frage, Ursachenforschung. Es gibt eigentlich nur eine Frage, die wir unseren Patienten stellen. Warum haben Sie an dieser Stelle in Ihrem Körper zu dieser Zeit in Ihrem Leben diesen Tumor bekommen? Eigentlich sind es 4 Fragen, aber wir packen es in eine. Es gibt da einen individuellen Grund, der auf Sie zutrifft. Ja, so ist es. Das heißt, die Vorschädigung war Ihr bisheriges Leben. So ist es. Schauen Sie mal, in Deutschland kriegen dieses Jahr 55.000 Frauen Brustkrebs. 55.000 Frauen, das ist eine Menge Holz. Mhm. Wissen Sie, was die Mediziner behaupten? Alle der gleiche Grund. Alle 55.000 Frauen kriegen aus dem gleichen Grund, weil eben eine Mutation da ist, kriegen die Brustkrebs. In Ihrem Buch habe ich auch gelesen, dass jemand, wo der Krebs früher erkannt wird, dass oft das Todesurteil ist auch früher, weil dann wird früher falsch behandelt, wenn so ich das richtig verstanden habe. Absolut richtig, ja. Und was wir tun, wir suchen die Ursache. Und die Ursache ist... Aber was ist denn daran im Grunde genau, wenn es um Medizin geht, hat doch... Also da sind wir bei den Griechen... Die ja schon gesagt haben, der Arzt kann gar nicht heilen, er kann nur unterstützend wirken. Absolut. Also Ursache und Wirkung wird ja wohl was miteinander zu tun haben, das muss ich ja, glaube ich, keinem erzählen. Das geht ja überall. Ja, aber in der Schulmedizin wird ja einfach, die Ursache ist die Zigarette, die sie rauchen und das Schnitzel, das sie essen. Wo dann wieder der Satz mit dem Opa kommt, der aber 90 Jahre lang so gearbeitet hat und dann doch, das sagen Sie, der hat ein anderes Stresslevel. Gibt es keine Erklärung dafür, ja. Und wir haben einfach herausgefunden, jeder hat einen Grund. Ich sag mal so, ohne jetzt zu arrogant zu wirken. In einer Stunde finde ich bei 50% der Patienten raus, warum sie Krebs haben. Einfach durch ein Gespräch.
Doch ein ganz normales Gespräch. Wie lange ist das durchschnittliche Gespräch eines Krebspatienten mit dem Arzt? 7,6 Minuten. Genauer gesagt 7 Minuten und 35 Sekunden. Dann muss das durchgewunken sein. Was da geht es um Leben und Tod, ja, und die Zeit ist da. Übrigens, interessante Statistik. In der Schweiz reden die Ärzte 14 Minuten mit ihren Patienten. Mhm. Aber wir wissen, die Schweizer waren schon immer ein bisschen langsamer. Bisschen langsam. Ich weiß nicht, wie viele Informationen da ausgetauscht haben. Nein, aber vielleicht noch ein Punkt zur Energie. Das ist wichtig, ja. Das Wichtigste ist, die Ursache zu finden. Wenn Sie die Ursache nicht finden, wird doch wieder ein Tumor kommen. Mhm. Es reicht nicht, den Tumor zu zerstören. Das heißt, Sie müssen sich die Frage stellen, wie Sie in diese lebensbedrohliche Situation, ja, kommen. Ich frage das mal anders. Das heißt, die Krankheit, die ja nicht einfach vom Himmel gefallen ist, mit der Sie ja was zu tun haben, ist ja Ihre Krankheit, die auch zu Ihnen gehört. Der Tumor ist nicht etwas anderes wie der Patient. Der Tumor ist Teil des Patienten, auch wenn der Arzt den rausschneidet. Absolut. Sie müssen in Kommunikation mit dieser Krankheit treten. Bei Ihnen gibt es ja auch etwas, wo ich dachte, da habe ich mal geschmunzelt. Ich habe das Buch übrigens auf einem Boot gelesen bei schönem Wetter und wusste, wo mache ich das? Das muss ich irgendwo sonst. Sie sagen, man muss in Dialog treten mit seiner Krankheit. Ich habe einen Tumorvertrag gefunden. Ja. Dachte ich, was meint er damit? Können Sie das mal erklären? Was soll das? Ja. Also Tumorvertrag, das ist ja keine Erfindung von mir. Wissen Sie, ich habe es war ein Patient, ich werde es nie vergessen, damals vom Dr. Wöppel in einer Klinik. Und der hatte Tumore am ganzen Körper. Also der hatte ein Melanom, das sich verbreitet hat, also einen Hautkrebs. Und der hatte überall Tumore. Und dieser Mann ging dann zum Arzt und hat gesagt, ich bin ja schon geheilt, Sie können aber noch eine Fiebertherapie bei mir machen und so ein paar Sachen, hat mir wer auch immer gesagt, soll ich noch tun. Und ich habe aber schon einen Vertrag mit mir gemacht, dass ich, das ist alles okay. Das war das erste Mal, wo ich von meinem sogenannten Tumorvertrag gehört habe. Das heißt, wieder einer der Survivor, ein Patient. Ja, habe ich nicht verstanden, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe gedacht, das ist halt durchgedreht. Ich habe nicht verstanden, von was dieser Mensch redet. So, ich weiß, ein paar Monate später eine Frau erzählt mir das Gleiche. Sie hat mit sich einen Vertrag gemacht. Und dann habe ich nachgehakt. Ich muss sagen, bei der dritten Frau war es. Ja. Habe ich nachgehakt. Habe ich gesagt, so, jetzt erklären Sie mir mal, ich verstehe dieses Prinzip nicht. Und dann hat sie zu mir Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, schauen Sie, das ist doch ein verrücktes Spiel hier. Ich und mein Tumor. Das ist doch eine Loser-Loser-Situation. Wenn der Tumor weiter wächst, dann sterbe ich, aber mein Tumor stirbt doch auch. Wir sterben beide. Lassen Sie uns diese Loser-Loser-Situation in eine Win-Win-Situation umtauschen. Und ich habe jetzt begonnen, mit meinem Tumor zu reden, hat sie gesagt. Und ich habe zum Beispiel das Gespräch eröffnet. Sie hat das Gespräch eröffnet. Kennt man so bei Volkswagen Dialogannahme. Da steht es immer über den Toren. Glauben Sie mir, ich habe es am Anfang auch nicht. Heute verstehe ich die Genialität dahinter. Und dann hat sie gesagt, ich habe zu meinem Tumor gesagt, hör mal zu. Du wirst wieder ganz normal klein, nicht sterben. Ich bin doch der Tumor. Der Tumor sind doch keine fremden Zellen vom Mond oder vom Mars. Ich bin doch der Tumor. Also du, lieber Tumor, hör mal zu. Ich möchte, dass du wieder schön zurückgehst und normale Zellen wirst. Und ich, dein Wirt, also dein Tumorträger, ich verspreche dir Folgendes zu tun. Heute mache ich noch das, diese Woche mache ich noch das, diesen Monat mache ich noch diese Dinge und in den nächsten 3 Monaten mache ich noch diese Dinge. Passt dir das? Bist du damit einverstanden? Also Dinge, die man aufgeschoben hat? Dinge, die nicht dazu getaugt haben, dass man glücklich lebt. Ich würde mal so sagen. Das heißt, man hat diesen Tumor auch als eine Art von Ultimatum verstanden. Also jetzt wird es mal hier. Ja, weil Lebensglück ist immer noch die beste Therapie. Das verstehen auch viele nicht. Es gibt im Grunde genommen keine Prophylaxe gegen Krebs, außer Lebensglück. Solange Sie der glücklichste Mensch der Welt sind, können Sie unmöglich einen Tumor bekommen. Da bin ich mir heute hundertprozentig davon überzeugt. Aber so habe ich das damals gelernt. Und wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Ich habe so einen Fragebogen, wissen Sie, wo ich immer die Survivor interviewt habe. Und dann habe ich da unten hingeschrieben, machen Sie Verträge mit sich selber, reden Sie mit Ihrem Tumor. Und dann ist was Unglaubliches passiert. Die nächsten 10 Leute, die ich gefragt habe, die haben gesagt, Herr Hirneise, woher wissen Sie denn das? Ich habe das noch nicht mal meiner Frau oder meinem Mann erzählt. Weil das ist mir peinlich, weil ein Vertrag mit sich selber zu machen, ist den meisten Menschen peinlich, weil sie denken, sie sind jetzt schizophren geworden oder sowas. Mhm. Ja? Aber alle 10, die ich jetzt gefragt habe, haben gesagt, ja, ich habe das gemacht. Und so bin ich zu diesem Tumorvertrag gekommen. Ja? Und so, also das hilft einfach den Menschen hinzuschauen, was muss ich ändern im Leben? Was muss ich ändern?
Es gibt, und hier kommen wir wieder zur wichtigsten Frage, jeder hat eine Ursache für seinen Tumor. Nur Ihr Tumor, auch wenn wir beide Prostata einen Tumor haben, dann ist Ihr Prostatakrebs, hat mit meinem Prostatakrebs überhaupt nichts zu tun. Ihr Grund kann etwas komplett anderes sein wie bei mir. Und das Mammakarzinom von der Frau Müller hat einfach nichts mit dem Mammakarzinom von der Frau Schmidt zu tun. Vielleicht haben beide, mal klassisch gesehen, irgendwelche Sorgekonflikte. Vielleicht haben beide ein ähnliches Traumata erlebt. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Wir müssen einfach verstehen, und das ist das, was wir zum Beispiel tun oder was ich auch proklamiere. Ich darf das zusammenfassen, bevor ich es gehört habe, man muss den jeden Menschen individuell behandeln. So ist es. Aber dafür hat ja die moderne Medizin gar keine Zeit. Sie haben das Prinzip schon verstanden. Mhm. Sie haben das Prinzip verstanden. Das wäre nämlich, wissen Sie, was heute leider nicht mehr bezahlt wird, reden. Das Wort. Die Krankenkassen, wissen Sie, dass die Krankenkassen einem Arzt in 3 Monaten, ich glaube es sind 25 Euro plus minus, bezahlen, um mit dem Patienten zu reden. Und zwar egal, ob er 1 Minute redet oder 5 Stunden, er bekommt das gleiche Geld von der AOK. Und auch egal, was der Patient hat, sich Knie aufgeschlagen oder aber... Es ist wurscht egal, er bekommt fürs Reden kein Geld mehr. Aber hallo, Reden ist doch immer noch die wichtigste überhaupt für die Anamnese, aber auch für die Therapie. Es gibt nichts Wichtigeres, wie mit einem Patienten zu reden. Viele Menschen werden auch krank, weil sie einsam sind, damit wenigstens der Arzt mal mit ihnen redet. Das habe ich selbst erlebt. Ja, bezweifle ich mit keiner Sekunde. Mhm. Mit keiner Sekunde. Und man muss kein Hypochonder sein, um das zu tun. Ja? Mhm. Überhaupt gar nicht. Und deshalb, ich sage mal so, neben Ernährung und Entgiftung ist unser Hauptaugenmerk einfach Ursachen suchen. Mhm. Wie machen wir das? Vielleicht ganz kurz erzählt. Wir tun einfach also eine Analyse machen. Gibt es irgendwelche Traumata, Konflikte, die eventuell zu diesem Tumor geführt haben? Nicht manchmal. In den meisten Fällen kommen wir übers Gespräch auf diese Konflikte und dann können wir sie anbieten zu lösen. Oftmals sind die Leute aber auch schon in einer sogenannten Konfliktlösung drin. Dann muss man ihnen nur noch beibringen, geduldig zu sein. Man muss ihnen sagen, hab Vertrauen zu deinem Körper, pflege deinen Körper, gib ihm die beste Nahrung, mach Entgiftungstherapien und sei glücklich. Und dann wirst du das auch durchstehen. Der Tumor wird weggehen. Mhm. Sieh ihn auch als Symbiose Körper-Geist. Absolut. Mhm. Absolut, die Dinge haben miteinander zu tun. Absolut, ja. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, da spricht man mit denen und man kommt nicht drauf. Und da haben wir in den letzten Jahren eine Therapieform, die sogenannte Synergetik oder Psychobionik gefunden. Es ist eine interessante Geschichte übrigens. Ein Bernd Joschko heißt der Erfinder dieser Therapie. Der hat eigentlich mal für die deutsche Regierung gearbeitet. Vielleicht kennen Sie noch das Wort Rasterfahndung bei Terroristen. RAF. Ja, RAF, genau richtig. Und was ist eigentlich eine Rasterfahndung? Rasterfahndung ist eigentlich nichts anderes, als man schaut sich an, wie sieht ein typischer Terrorist aus? Also hat er Abitur oder Hilfsschule? Mhm. Aus welchem Elternhaus kommt er? Wo verstecken die sich normalerweise? Ja. Und so weiter. Ja? So. Verhaltensmuster wird da analysiert. Richtig, und dann kann man genau. Neudeutsch nennt man das ja heute Profiling. Ja. Bei der Kriminalistik. So, aber Bernd Joschko, da gab es diesen Begriff damals in den 80ern noch nicht, da hieß es noch Rasterfeindung. Und der hatte eine unglaublich geniale Idee. Der hatte diese Idee, wenn wir Rasterfeindung für Terroristen machen können, können wir vielleicht auch Rasterfeindung für Krankheiten machen. Und dann hat er sich überlegt, kann es vielleicht sein, dass bestimmte Krankheiten immer bestimmte Konfliktgruppen da dahinter stecken? Mhm. Und dann hat er angefangen, mal bei Brustkrebs nachzuschauen. Und hat herausgefunden, wow, es gibt gar nicht 1000 verschiedene Konflikte oder 100 verschiedene Konflikte. Es gibt nur 30 oder 40 Konflikte. Und manchmal gibt es auch nicht nur einen Konflikt, sondern manchmal gibt es auch 3, 4, 5, 6, 7 Konflikte, die parallel laufen. Kombination. Richtig, und eine Kombination. Aber man kann sozusagen dieses Profiling auch bei Krankheiten machen. Und das machen wir heute zum Beispiel, ja. Wir machen solche Sitzungen, wir nennen das, oder nicht wir, Bernd Joschko hat diesen Begriff kreiert, Innenweltreisen. Ja? Wie sieht das aus? Man macht eine Art Entspannung und dann macht man, ich sag mal, eine Tür auf und schaut dahinter, was da ist. Und dann geht man mit diesem, was da für Bilder kommen, und wenn ein Schwarz kommt, geht man auch mit dem. Und man geht einfach und schaut sich das an. Und jetzt findet man durch diese Therapie die Gründe, die zu diesen Stressphasen geführt haben, die zu diesem Tumor geführt haben. Und jetzt machen wir nichts anderes, wir setzen neue Anker.
Wir heilen den Menschen nicht. Wir therapieren den gar nicht. Sondern wir zwingen den Körper zur Selbstheilung. Mhm. Wenn wir sitzen einfach ein neues, das kann man mit Musik machen, das kann man mit einem Gespräch machen, das kann man mit körperlichen Bewegungen machen. Es ist gar nicht so wichtig, wie man die Anker setzt. Also im Grunde genommen ist es so, dass Sie ins Unterbewusstsein gehen, das aufdecken und sich bis bewusst machen. Sie stellen sich dem Problem. Ja, genau. Und Sie setzen einen neuen Anker. Und da passieren unglaubliche Dinge. Also auch körperliche Prozesse. Die Menschen gehen manchmal aus Sitzungen raus und die nächsten Tage geht es denen richtig schlecht, also körperlich richtig schlecht, ja. Weil einfach unglaubliche Prozesse passieren. Mhm. Und wir sind nicht Würden Sie das als ein unterbewusstes Ausschwitzen nennen? Könnte man das so sagen? Man könnte diesen Begriff so benutzen, ja. Mhm. Ohne Zweifel. Ja. Ja. Man könnte diesen Begriff benutzen. Also ein spirituelles Entgiften letztendlich. Ja. Dinge, die man wusste, was man verdrängt hat, all das. Ja. Und glauben Sie mir, jeder von uns hat diese Programme. Jeder. Wir alle hatten Eltern, wir alle hatten Lehrer, wir alle haben leider TV zu Hause. Ich nicht mehr. Okay, Sie nicht mehr, okay. Ich schaue nur noch Serien an, ja. Also ich sage mal so, wir haben Einflüsse, die uns, ich sage mal, wir alle haben unsere Dogmen im Gehirn, ob wir wollen oder nicht. Wir alle haben Programme, wir haben Glaubenssätze. Und wir haben nicht nur ein, wir haben hunderte von denen, ja. Nur meistens schaffen wir es, trotzdem alt zu werden. Nur wenn Sie Krebs haben und einen Glaubenssatz oder mehrere haben zu diesem Tumor geführt, dann kommen Sie da nur noch raus, wenn Sie das ändern. Mhm. Das ist einfach unglaublich wichtig, das zu ändern. Und das ist im Grunde genommen die Arbeit, die wir heute machen. Ja? Natürlich, wir machen auch manchmal irgendeine Infusionstherapie oder irgendetwas, ja, wo wir hochdosiert was in die Vene reinjagen. Aber das ist nicht unsere Arbeit. Und sondern eher homöopathisch nicht schneiden, nicht verletzen, wenn es sich vermeiden lässt. Absolut. Mhm. Operieren. Ich bin heute eigentlich, früher war ich auch, war mein Glaubenssatz, zuerst operieren und dann therapieren. Heute bin ich aus zwei Gründen nicht mehr für diesen Glaubenssatz. Heute ist mein Glaubenssatz zuerst therapieren und dann operieren. Das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, wenn ich zuerst therapiere, kann ich sehen, wie der Tumor reagiert. Dann weiß ich, ob meine Therapie gut ist. Überlegen Sie mal, wenn Sie einen Tumor rausschneiden und Sie machen anschließend, egal ob Homöopathie oder Chemotherapie, woher, an was messen Sie eigentlich, ob die Therapie, die Sie da machen, gut ist? Das ist wahnsinnig schwierig. Nur indem Sie sagen, der Tumor darf nicht zurückkommen. Das ist die einzige. Ja, aber jahrelang müssen Sie dann therapieren. Mhm. Mal von den Kosten ganz abgesehen, ist es eine unglaubliche Sympathikusbelastung für einen Menschen, mhm, weil er immer Angst hat, der Tumor kommt zurück. Und ja? Wenn er zurückkommt, das ist ja wirklich, schlägt es ihn wirklich in den Kontor. Und dann trifft es ihn in der Regel, was ist in der Regel, immer härter wie vorher. Ja? Mhm. So, also das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist, den wir zum Beispiel bei Brustkrebs immer und immer wieder erleben, man muss gar nicht mehr operieren. Der Tumor wird kleiner und der Tumor geht weg. Oder manchmal tut er sich auch verkapseln, in der Lunge zum Beispiel. Oder in der Pankreas. Wir haben zum Beispiel, Pankreas ist auch für mich eine der schwierigsten Krankheiten überhaupt in der Onkologie. Aber wissen Sie, was wir mehrmals geschafft haben? Wir haben mehrmals geschafft, dass Tumore komplett inaktiv wurden. Das heißt, da ist ein Tumor in der Pankreas, aber dieser Tumor, wenn man ein sogenanntes Positronen-Emissionstomogramm macht, ja, zeigt nichts mehr an. Also da geht nicht mehr vermehrt Zucker rein. Mhm. Das ist gar keine Krebszelle. Und jetzt können die Patienten jahrelang da damit leben. Also leben mit Krebs. Leben mit Krebs. Es ist schwer, dass diese Tumore weggehen. Wir hatten zwar auch schon, aber das ist die absolute Ausnahme. Mhm. Aber was wir immer wieder haben, ist, dass Menschen einfach keinen aktiven Tumor mehr haben. Also können wir das jetzt als Waffenstillstand bezeichnen? Richtig, das ist ein schönes Wort, Waffenstillstand. Wir haben sogar einen schönen Brief von einem Radiologen aus Plochingen, das ist ein kleiner Ort bei uns in Stuttgart. Wir hatten mehrere Patienten zu ihm geschickt, zur PET-Aufnahme. Und dann hat er uns einen Brief zurückgeschrieben und hat gesagt, wissen Sie, Herr Hirneise, ich habe ja keine Ahnung, was Sie da treiben auf dem Berg. Wir sind da auf dem Berg oben mit unserem Zentrum, ja. Wir haben keine Ahnung, was Sie da in dem Zentrum treiben, aber machen Sie weiter so. Ich habe noch nie Pankreaspatienten so häufig gesehen wie bei Ihnen, wo im PET nichts ist und wo sich einfach der Tumor verkapselt. In der Lunge ist es ähnlich. Man muss den Tumor nicht immer wegbekommen. Es reicht doch, wenn der Tumor sich komplett verkapselt und ich lebe die nächsten 20 Jahre da damit, ja. Herr Hirneise, ich könnte mich Ihnen noch stundenlang unterhalten. Ich kann an dieser Stelle garantieren, dass wir uns nochmal wiedersehen werden. Zum Dankeschön. Beispiel bei einer Sendung Positionen, die sich auch um diese alternativen Methoden bemüht. Aber ich möchte noch auf das kommen, was Sie hier gerade ansprechen. Ist ja, ich sage es mal so, es ist quasi auch eine auf Augenhöhe eine List anwenden. Und was ich bei Ihnen im Buch gelernt habe, ist, dass der Mensch, jeder, der auf die Welt gekommen ist, im Grunde eine List angewendet hat. Denn man hat das Immunsystem der Mutter überlisten müssen.
Können Sie das mal kurz erklären? Das heißt, wir haben die Fähigkeiten, List anzulegen. Ja. Folgendes. Wir glauben, das Immunsystem wär schlecht bei Krebskranken. Ja? Und wir glauben, dass so alte Programme, wie dass unsere Zellen keinen Sauerstoff mehr benutzen, dass es das gar nicht gibt. Das ist natürlich Nonsens. Natürlich gibt es diese Programme. Wenn ich mich heute mit dem Messer in die Hand reinschneide, ja, und es gibt eine Narbenbildung, dann findet diese Narbenbildung teilweise mit Zellen statt, wo kein Sauerstoff reingeht. Wir alle werden geboren, geboren ist falsch, wir alle entwickeln uns im Leib unserer Mutter ohne Sauerstoff. Überlegen Sie mal, wenn das erste Sperma und die erste Eizelle zusammenkommen, dann teilt sich das ein paar Mal. Das findet in der Gebärmutter statt. Aber dieses kleine Embryo, diese ersten Zellen, die können ja nur heranwachsen, wenn sie irgendwie in die Gebärmutter hineinwachsen. Und das findet ohne Sauerstoff statt. Mhm. Da ist noch kein Prozess. Also dieses, dass wir Zellen haben und dass unsere Zellen ein uraltes Evolutionsprogramm haben und sozusagen ohne Sauerstoff leben können, was übrigens dafür deutet, dass wir aus dem Wasser kommen. Mhm. Und nicht so sehr vom anderen Planeten oder irgendwas. Ja? Aber das ist ein eigenes Thema. Ja. Ohne Zweifel. Aber da will ich jetzt nicht drüber reingehen. Aber es ist zumindest interessant. Wir haben Zellen, die so nicht leben können. Ich möchte aber zum Immunsystem noch was sagen. Heute wird immer behauptet, Krebskranke haben ein schlechtes Immunsystem. Ich halte das für absoluten Nonsens. Krebskranke haben ein unglaublich gutes Immunsystem. Wie komme ich da drauf? Früher habe ich auch gedacht, das Immunsystem erkennt ja den Krebs nicht und deshalb ist das Immunsystem schlecht. Weil das Immunsystem hätte doch eigentlich, sage ich mal, die Makrophagen haben doch die Aufgabe, diese Krebszellen zu töten oder aufzufressen. Ja? Aber der Denkfehler, der dahinter steckt, ist der folgende. Krebszellen sind böse. Und das Immunsystem muss das Böse töten. Aber ein Tumor ist nicht böse. Der wird erst in der Entwicklung, am Schluss, wenn man eine Zeitlinie anschaut, alle Symptome am Anfang sind Regulationsmechanismen und keine Krankheiten. Die sind gut. Am Schluss töten sie uns. Das ist wie ein Filter und irgendwann ist der halt dicht und dann wird es schwierig. Am Schluss Staubsauger am Ende. Sie können jede Krankheit, jedes Symptom nehmen. Wenn Sie Fieber haben, am Anfang ist es gut, am Schluss tötet sie. Sie haben Durchfall, Diarrhoe, Sie haben Cholera. Am Anfang haut es alles raus aus dem Körper, am Schluss sind sie eigentlich so dehydriert, dass sie sterben. Ja? Und so ist es auch beim Tumor. Ein Tumor ist zuerst mal gut. Ein Tumor verbrennt mehr Zucker, ein Tumor bindet Pilze im Körper, ein Tumor ist eine Entgiftungsfabrik, am Schluss tötet er sie. Wir müssen Krankheiten da anschauen, wo sie entstehen und nicht da, wo sie uns töten. Das ist ganz wichtig. So, und deshalb tötet natürlich unser Immunsystem nicht die Krebszellen ab. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Das Immunsystem bringt sogar neue Arterien, neue Venen an den Tumor heran, damit der Tumor ja genügend Blut hat, genügend zu essen, genügend alles, was er braucht. Also unser Immunsystem tut es sehr gut. Und ich habe das am Anfang auch nicht kapiert. Dann war ich in Moskau am Grundlageninstitut für Forschung. Und dann kamen da, während ich gerade in Moskau war, kamen so ein paar Forscher zurück, haben die Nenschis untersucht. Die Nenschis sind so ein Volk, die, wie die Lappländer, also ganz da oben, wo so 11 Monate Winter ist und ein Monat saukalt, ja, das ganze Jahr, da leben die in ihren Zelten mit ihren Rentieren. Ja, immer schön depressiv. Immer schön depressiv, so ungefähr, ja. Aber wissen Sie, was die nicht haben? Krebs. Es gibt dort keinen Krebs bei denen. Es gibt auch so gut wie keinen Herzinfarkt und solche Sachen. Die haben zwar Lungenkrankheiten und so ein paar andere, aber die haben keinen Krebs. Und die russische Regierung untersucht diese Nenschis seit Jahrzehnten. Warum hat diese Volk keinen Krebs? Interessanterweise übrigens, die kriegen auch ganz selten Krebs, wenn sie jetzt irgendwo in die Stadt gehen oder sowas. Mhm. Ja. Also eine Art Resistenz. Aber ja, das habe ich am Anfang auch gedacht. Jetzt habe ich mit den Forschern gesprochen, dann kam Folgendes raus. Die Nenschis haben ein unglaublich schlechtes Immunsystem. Die haben zum Beispiel, also normale, sagen wir, zwischen 4.000 und 10.000 Leukozyten, also weiße Blutkörperchen. Die haben nur 1.000. Das ist eigentlich etwas, was sie haben, wenn sie Chemotherapie bekommen. Mhm. Dann geht ihr Immunsystem auch nach runter, haben sie auch nur noch 1.000 Leukozyten. Ja? Das hat dieses Volk das ganze Jahr. Habe ich gedacht, das ist aber komisch, die müssen doch mehr Krebs haben und nicht weniger Krebs. Okay, gut. Dann war ich in San Diego und habe da den Chef einer Krankenkasse kennengelernt. Und dann hat er mir zwei sehr interessante Studien gezeigt. Und zwar, wenn Krebspatienten Autounfälle haben, also zum Beispiel schwere Verbrennungen, schwere Knochenbrüche und so, ja, dann gibt es ja einen Durchschnitt, wo Menschen im Krankenhaus sind.
Krebskranke kommen viel früher aus dem Krankenhaus raus, weil die Haut heilt schneller, die Knochen wachsen schneller zusammen. Das Immunsystem funktioniert viel besser wie bei Nicht-Krebskranken. Da habe ich gedacht, sag mal, das zweite Mal, wo ich gewundert habe. Dann war ich in Budapest in einer Forschungsanstalt. Da hat ein Mann Folgendes untersucht. Der hat gesagt, es gibt ja HIV-Kranke. HIV ist auch ein eigenes Thema, wo wir jetzt nicht näher reingehen. Aber was HIV haben, sie haben ein verändertes Immunsystem, wo man im Blut messen kann. Mhm. Und sie haben theoretisch ein schlechtes Immunsystem. Und dieser Arzt hat dann gedacht, naja, wenn die HIV-Kranke jetzt ein schlechtes Immunsystem haben, dann müssen die auch mehr Krebs haben. Ist das so? Nein. Sie haben zwar eine bestimmte Art von Hautkrebs mehr, aber die haben nicht mehr Prostata, nicht mehr an, überhaupt gar nicht. Teilweise sogar weniger. Und dann gibt es nochmal eine Gruppe, das sind die Organtransplantierten. Wenn Sie heute zum Beispiel eine neue Niere bekommen, dann bekommen Sie über ziemlich lange Zeit eine Art Chemotherapie. Mhm. Also wo Ihr Immunsystem unterdrückt, damit keine Abstoßreaktion stattfindet. Ja. Jetzt ist es ja so, diese Leute haben ein ziemlich schlechtes Immunsystem durch diese Chemotherapie. Die müssen ja eigentlich mehr Krebs kriegen. Das Gegenteil ist der Fall. Die haben weniger Krebs. Obwohl die ja neue Organe haben, obwohl es denen eigentlich körperlich überhaupt schlechter geht. Kriegen richtig eingeschenkt. Ja, die kriegen nicht mehr. Und das sehen Sie dran. Da wurde einfach irgendwann mal folgendes Dogma aufgestellt. Das Immunsystem ist schlecht, weil das Immunsystem erkennt nicht die Krebszellen, weil es ist doch eigentlich der Job des Immunsystems, diese Krebszellen zu töten. Es wird überhaupt gar nicht hinterfragt, ob das stimmt. Mhm. Also, unsere Sichtweise, ob das, was wir sehen, nicht das ist, was wir sehen, sondern das ist bereits eine Interpretation. Richtig. Und dazu muss dann alles passen oder passend gemacht werden. Richtig. Es ist, Sie haben das richtige Wort benutzt. Es ist eine Interpretation. Und es wird passend gemacht in meinen Denkstrukturen, in mein Denksystem, in dem ich in dieser eigentlich kleinen Gruppe der Onkologie lebe. Und deshalb schmeiße ich es da einfach da rein. Aber auch in der Alternativmedizin wird dieser Denkfehler gemacht. Ja? Mhm. In der Alternativmedizin gibt es, ich weiß nicht, 50 Präparate, die Sie kaufen können, die anscheinend Ihr Immunsystem verbessern. Ja? Denken Sie mal an Misteltherapie, ja? Also bei den Anthroposophen. Nicht missverstehen, ich bin nicht grundsätzlich gegen Misteltherapie. Aber eins der Hauptargumenten der Leute, die die Mistel geben, also die Anthroposophen in dem Fall, ist ja, das Immunsystem zu verbessern. Ja? Und wenn man sie dann fragt, wie macht ihr das denn? Dann sagen sie ja, schau mal, die Lymphozyten, das ist eine Gruppe der weißen Blutkörperchen, die gehen nach oben, wenn wir Mistel spritzen. Also erstens einmal, die meisten Krebskranken, die haben gar kein, also wenn man das Blut anschaut, haben die ein relativ normales Blut. Also das ist nicht da irgendwie komplett zerstört, ganz im Gegenteil. So, aber jetzt ist doch die nächste Frage, wenn ich jetzt irgendwas spritze und meine Lymphozyten nach oben bringe, ist das gut oder schlecht? Wissen Sie, wie ich ganz einfach Ihre Lymphozyten nach oben bringe? Ich kaufe mir in der Apotheke für 1 Euro eine Spritze, gehe da draußen, tue aus der Pfütze ein bisschen Dreckwasser raus und spritze Ihnen das in den Bauch rein, statt der Mistel. Gehen Ihre Lymphozyten auch nach oben? Ist doch klar, das sind doch lauter Fremdstoffe, das sind Giftstoffe für Ihren Körper und dadurch produziert Ihr Körper mehr Lymphozyten, mehr was auch immer an weißen Blutkörperchen, um gegen diesen Giftstoff zu agieren. Aber es wird einfach auch, ich greife hier, wie Sie sehen, auch die Alternativmedizin an. Auch hier werden die gleichen Denkfehler gemacht. Und mir ist es egal, wer die Denkfehler macht, ob das die Chemotherapisten sind oder ob das die Anthroposophen sind. Wir müssen endlich zurück zur Wissenschaft. Wir brauchen unbedingt wieder Menschen, die frei denken. Dogmafrei denken. Danke, danke. Genau das ist das richtige Wort. Dogmafrei denken. Wir müssen einfach wie back to the roots. Basisforschung. Wir brauchen wieder Basisforschung. Solange wir glauben, wir wissen, was Krebs ist, solange, ist ja klar, wenn wir glauben, warum jemand Krebs hat, warum sollen wir dann forschen? Heute gibt es keine Forschung mehr. Heute gibt es nur noch neue Patentierung. Mit welchem Präparat können wir irgendwelche Zellen töten? Weil damit ist am meisten Geld zu verdienen. Ja. Mit dieser Haltung töten wir eben auch die Forschung und sehr viele Menschen springen über die Klinge, aber vorher wird noch bezahlt.
Nicht schlecht bezahlt. Richtig Hirneise, gut bezahlt, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Lothar Hirneise war unser Gast. Wir sehen Sie wieder, das kann ich in dieser Stelle sagen. Hier nochmal das Buch Chemotherapie heilt Krebs, ist natürlich ein Scherz und die Erde ist eine Scheibe. Um es nochmal zusammenzufassen, dieses Buch ist jetzt kein Patentrezept, wenn du Krebs hast, mach das, was hier drin steht und alles wird gut, sondern da wird aufgedröselt, was es für Krebssorten gibt, welche klassischen Methoden angewandt werden, aber eben auch Alternativen. Und ich glaube, was ich aus diesem Buch gelernt habe, ist, jeder hat den individuellen Krebs, den er verdient, den er sich erarbeitet hat. Man muss sich dem stellen und man muss es eben ganzheitlich anschauen. Wir brauchen hier auch, jeder Arzt und auch jeder Patient muss hier zu einer, sage ich mal, einer schonungslosen Ehrlichkeit kommen. Er sollte sich richtig strippen, sage ich mal, um sich befassen damit, womit es zu tun hat. Manchmal ist es empfehlenswert, Schulmedizin anzuwenden. Oft ist das eben nicht. Aber das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Was ich in Ihrem Buch gelesen habe, ist, wie ich es verstanden habe, berichtigen Sie mich, wenn ich falsch liege, es macht einen großen Unterschied, ob man erst sagt, ich nehme die klassische Methode, lässt sich bestrahlen, macht Chemo-Operation. Dann merkt man, nachdem das, was dort auch mit riesigen Schäden passiert ist, dass das nicht mehr funktioniert, wird von der Schulmedizin aufgegeben. Und dann kommt man und sagt, was gibt es noch als Alternativen? Weil sie müssen quasi etwas extrem Zerstörtes versuchen zu reparieren, was dann noch schwieriger wird. Also wenn man da die Reihenfolge verwechselt, das ist, wenn man im Gebirge falsch abgebogen ist, geht es einfach in eine Richtung und man kann nicht wieder zurück. Würden Sie das so sagen? Absolut, ja. Das ist leider ein unglaublich großer Irrtum von vielen Menschen, die denken, okay, ich mache jetzt zuerst mal Chemotherapie und Bestrahlung. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich ja immer noch irgendwas Alternatives machen. Wobei ich den Begriff Alternativ ja gar nicht so gern mag. Ich benutze heute fast nur noch universitär oder nicht universitäre Therapien. Was die nicht verstehen ist, nach einer Chemotherapie und nach einer Bestrahlung sind sie ein anderer Mensch. Ich möchte Ihnen ein ganz einfaches Beispiel machen. Angenommen, wir würden 10.000 Menschen nehmen, die gesund sind, keine Krebs haben. Und wir geben denen alle eine Chemotherapie und eine Bestrahlung. Und jetzt vergleichen wir diese 10.000 Menschen mit 10.000 Menschen, die keine Chemotherapie und Bestrahlung bekommen haben. Glauben Sie wirklich, dass die beiden gleich gesund sind? Ich bin 100%ig sicher, dass in der Gruppe von den Menschen, die Chemotherapie und Bestrahlung bekommen haben, viel mehr Menschen krank werden, viel mehr und viel mehr Menschen Krebs bekommen, und zwar nur durch die Therapien. Ich habe es vorher erzählt, allein durch Bestrahlung werden neue Krebszellen erzeugt. Und wenn Sie Ihr Immunsystem herunterfahren durch eine Chemotherapie, ist doch klar, dass Sie kranker sind hinterher. Es geht doch gar nicht. Man kann das nicht gesund überleben. Ich wurde mal vor Jahren angegriffen, weil ich nicht im Buch, aber in einem Artikel mir folgende Frage erlaubt habe nur. Ich habe gesagt, wie viele Kinder würden es überleben, wenn sie Leukämie haben und kriegen eine Knochenmarktransplantation, aber sie haben gar keine Leukämie und sind einfach gesund? Wie viele Kinder würden denn eigentlich überleben, wenn sie Chemotherapie kriegen, aber sie haben gar nichts? Ich bin 100%ig davon überzeugt, dass ganz viele Menschen an der Therapie starben. Und es gibt einen schönen Beweis auch dafür. Es gibt in England eine Studie. Sie haben vorher Geld angesprochen. Wir haben absichtlich, glaube ich, heute gar nicht so viel über Geld geredet. Ja? Aber es passiert unglaublich viel wegen Geld in der Onkologie. Also der da wegschaut, der ist einfach dumm und weiß es nicht besser. Oder beteiligt. Es gibt eine schöne Studie in England. Da wurden mehr als 70% der Gelder an der Chemotherapie wurden in den letzten 6 Monaten verdient. Aber es war noch viel schlimmer. Man hat Menschen in dieser palliativen Situation verglichen mit Menschen, die keine Chemotherapie bekommen haben. Und wissen Sie, was war? Die Chemotherapie bekommen haben, sind zwischen 4 und 8 Wochen früher gestorben. Warum starben die alle früher? Weil es heißt doch, man gibt diesen palliativen Menschen diese Chemotherapie, um Leben zu verlängern. Diese Studie hat klar gezeigt in England, dass die Menschen, wenn sie Chemotherapie machen, wenn sie jetzt metastasiert sind oder in einer Palliativsituation nach Rezidiven, dass sie früher sterben. Also auch das ist ein Dogma. Ich gebe eine Chemotherapie in der Hoffnung, ich tue dein Leben verlängern. Weil eins sind wir uns wohl einig, eins passiert nicht, dass die Lebensqualität verbessert wird. Das passiert auf gar nicht. Das ist der Preis, den man zu bezahlen hat. Das ist der Preis, der zu bezahlen ist. Und der Preis, den man bekommt, ist ja Lebensverlängerung. Mhm.
Diese Studie zeigt aber, das stimmt gar nicht. Das heißt, man kriegt schlechtere Qualität und lebt auch noch kürzer. Ja. Was in diesem Zusammenhang sogar gut ist, weil die Qualität so schlecht ist, das kann man nicht aushalten. Und jetzt meine Frage an alle Zuhörer hier. Wer hat eigentlich an dem Interesse? Wer hat daran Interesse, dass Menschen, bevor sie sterben, eine schlechtere Lebensqualität haben und früher sterben? Sie und ich ganz sicher nicht. Mhm. Und der Patient auch nicht. Also muss es doch irgendwelche Menschen da draußen geben, die ein unglaublich großes Interesse haben. Wir schimpfen zweimal einfach über Ärzte und wir schimpfen über Pharmafirmen und die gehen über Leichen. Und wissen Sie was? Es ist die Wahrheit. Die gehen über Leichen. Wir dürfen da einfach nicht mehr weggucken. Wir dürfen nicht mehr weggucken und einfach so tun, wie, ja, das ist nicht so schlimm. Denken Sie dran, 240.000 Menschen in Deutschland dieses Jahr machen dieses Desaster durch. Heute an diesem Tag 700 Menschen in Deutschland. 700 Menschen sterben heute in Deutschland an Krebs. Und von denen 700 haben 690 Chemotherapie und Bestrahlung in den letzten Wochen bekommen. Wir können da nicht mehr wegschauen. Wir müssen das genauer anschauen. Herr Hirn, also ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich möchte allen, die Krebs haben oder Menschen kennen, die Krebs haben, dieses Buch dringend empfehlen. Ich glaube, gerade wenn man in so einer Situation ist, ist man bereit, auch ganz andere Dinge zu sehen. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass auch Ärzte, die das sehen, ich weiß, dass wir sehr viele Ärzte haben, die sagen, ich bin überzeugter Schulmediziner, dass sie zumindest das Buch sich mal anschaffen, mal reinschauen. Das kann ja überhaupt nicht schaden. Entweder man führt die eigene Weltsicht, wird bestätigt, alle Spinner, oder aber eine Horizonterweiterung. Ich denke, jeder Arzt sollte bemüht sein, seinen Horizont zu erweitern. Irgendetwas wird er in diesem Buch finden, wo er sagen kann, hätte ich nicht gedacht. Und wenn es seine ablehnende Haltung bestätigt, aber ich glaube, bei den meisten Ärzten würde ich sagen, interessant, schaue ich mir mal an. Wenn ich mit meinem eigenen Latein zu Ende bin, kann ich das ja immer noch mal versuchen oder vielleicht im Vorfeld. Und wenn Sie sagen, dass sogar Ärzte zu Ihnen kommen, sollte einem das zu denken geben. Herr Lothar Hirnase, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen, auch für die Arbeit. Da steckt ja Jahre drin und auch Mut, dass Sie das tun, weil dass sie natürlich auch bei den klassischen Medizinern und der Pharmalobby, die mit sehr viel Geld PR machen kann, als Spinner abgestempelt werden. Teilweise muss man dazu sagen, das halten sie aus. Halten Sie aus, die werden Gründe haben, weil ich glaube, wo Sie Ihre Kraft herbeziehen, ist, wenn Sie eben diese Survivor treffen, weil das wird Ihnen auch etwas geben, nämlich Sie können, die strahlen etwas anderes ab, nämlich Sie haben die Kurve bekommen und das, glaube ich, ist ein unglaubliches Medikament, das man sozusagen. Ja, also vielleicht darf ich das zum Schluss noch ganz kurz sagen. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich all diese Menschen kennengelernt habe. Natürlich, ich habe unglaublich viel Elend sein müssen. Sterbende Menschen permanent zu sein, ist zumindest am Anfang eine ziemlich schwierige Geschichte, vor allem wenn man nicht spirituell dahinter schaut. Aber ich bin so dankbar, weil, dass ich heute so ein glücklicher Mensch bin, dass es mir so gut geht, habe ich zu meinem großen Teil Krebspatienten zu verdanken. Weil wissen Sie, was das Schöne ist? Mit Menschen, denen man sagt, sie leben nicht mehr lange, da müssen Sie nicht über all diesen Nonsens reden, der sonst überall verzapft wird. Ja? Sondern Sie können wirklich ganz tolle Gespräche führen. Sie können über, warum sind wir hier auf dieser Welt? Was hat unser Dasein? Die ganzen, sagen wir, tiefen spirituellen Themen, die können Sie mit diesen Menschen besprechen. Warum? Weil die beschäftigen sich da damit. Wenn Sie kurz vorm Tod stehen, ist es doch egal, wie viel Geld Sie auf dem Konto haben. Mhm. Ihnen ist doch egal, was auch sonst in der Politik hier, die Flüchtlinge in Berlin oder Chemnitz, es interessiert keinen Menschen, dem man gerade gesagt hat, er stirbt bald. Ja? Der beschäftigt sich nur noch mit sich selber und seinem Lebensglück. Und wenn ich dann daherkomme und sage, du brauchst Lebensglück, um überleben zu können, und er setzt es dann um und erzählt mir später, wie er umgesetzt hat und glücklich geworden ist, dann hilft es mir unglaublich, selber ein glücklicher Mensch sein zu dürfen. Und da muss ich sagen, bin ich ewig dankbar und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich irgendwas anderes in meinem Leben mache, wie immer mit schwerstkranken, Krebskranken über diese Themen zu diskutieren. Lothar Hirnase, vielen Dank fürs Kommen zu KenFM und machen Sie einfach weiter. Dankeschön. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Danke. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Lothar Hirnase. Dieses Buch sich anschaffen, es ist relativ schwer und wenn man es immer mit sich rumträgt, braucht man auch kein McFit mehr. Sage ich an dieser Stelle mal. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Ich hätte nicht gedacht, dass bei einem Gespräch über Krebs ich am Ende doch noch so heiter bin. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein Signal. Einschalten, empfehlen. Bis dann.